Willkommen zu Dave the Diver. Heute begeben wir uns in die eiskalten Tiefen, denn wir bekommen jetzt einen verbesserten Anzug und da freue ich mich schon sehr drauf. Als erstes müssen wir eine Expedition nochmal machen, um einen Teil zu klauen, um diesen Anzug zu bekommen. Ich habe auch wieder meine Community mit dabei, deswegen sagt ganz, ganz viele liebe Grüße und auch von meinem Chat an euch. Auf www.twitch.tv/ludo-live könnt ihr auch gerne dabei sein. Über den Daumen nach oben, aber würde ich mich immer sehr freuen. Und ich freue mich auch über die ganzen Tipps und Tricks. Hier haben wir wieder einen und zwar von Felis. Felis, danke schön für diesen Kommentar. Und zwar, wenn du im Menübildschirm oben Z drückst, kannst du die Gerichte sortieren. Wenn du nach Preis, Aroma sortieren kannst oder gezielter Fisch und man müllt das Inventar nicht so zu. Hat mir sehr geholfen. Nice, im Menübildschirm. Also meinst du, wenn ich quasi mein Menü auswähle? Das probieren wir gleich mal. Merci beaucoup. Und dann kommen wir zum zweiten Kommentar von The Dog Merald. The Dog Merald. Gnu, kleiner Tipp für dich. Wenn ich das Game zocke, dann entscheide ich mich immer entweder für Loot oder für Missionen. Zum Beispiel mache ich morgens Loot. Also nur Fische und so. Und save dann auch immer, was ich habe. Weil wenn ich meinen ganzen Loot ganz nice finde und dann nach oben gehe, schaffe ich mehr. Ja, da hast du recht. Wie oft bin ich schon gestorben, weil ich mich nicht entscheiden konnte, ne? Sad. Aber heute soll das anders sein. Wir gehen jetzt einmal wieder... Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt runtergehen können. Ist jetzt die Mission, dass wir das jetzt machen? Übrigens, Dave, wie läuft es mit deiner Waffe? Ganz gut, wenn ich sie benutze. Okay. Ja, ja. Die Frage ist, muss ich jetzt runter oder muss ich nächstes Mal runter? Oh, die kann ich jetzt machen, ne? Nice, die stelle ich jetzt her. Die Sniper. Geil. So, Netzkanone ist auch nice. Fehlt mir aber leider noch was. Gucken, was wir upgraden können. Kann ich hier irgendwas... Also die ist schon sehr geil, die ich jetzt habe, muss ich sagen. Die ist geil. Blitz hätte ich gerne. Das ist genau die ich eigentlich will, ne? Das ist... Dreifach Axt, da brauche ich einfach nochmal die. Und ich brauche Elektroplast, eine Rippenqualle. Also nachts ins Meer und dann kann ich es eigentlich schon machen. Dann muss ich eigentlich nur noch einmal die hier erstellen. Das wäre eigentlich ganz geil. Ist Blitz besser oder Schlafen? Ich finde Blitz schon besser, oder? Was meint ihr? Ich bin noch unentschlossen. Scharfschützengewehr? Könnte ich hier auf jeden Fall auch ein besseres noch nicht herstellen? Schock. Schock kann ich herstellen. Ui, hallo. Warum nicht? Probieren wir es mal aus. So, das möchte ich jetzt gerne mal ausprobieren. Waffe 3 verbessert, dreimal verbessert. Boah, die muss ich mir jetzt mal anschauen. So. Tauschen. Die ist ja krass gut. Obwohl gar nicht so viel besser. Schaden. Die macht deutlich mehr Schaden. Aber irgendwie auch nicht. Das ist crazy. Ist eigentlich egal. Wir probieren die einfach mal aus. Leute haben mir gesagt, die soll sehr gut sein. Okay, müssen wir jetzt heute schon runter? Nee, oder? Dann gehe ich jetzt mal ins Restaurant. Ich glaube, er gibt mir erst noch was, wenn ich mich recht entsinne. So. Okay. Bancho Sushi öffnen. Hier haben wir wieder Schwertfischi. Den rühren wir jetzt mal nicht an. Den können wir definitiv veredeln. So. Nice. Und dann gucken wir, dass wir den nochmal veredeln können. Stufe 2, ja. Und nochmal veredeln. Eventuell nochmal. So, und dann packen wir den direkt mal drauf. Auto kochen, let's go. Den mache ich auch wieder drauf. Die bringen immer gut Geld. Aber der Lachs ist jetzt irgendwie weg, ne? Da kommt jetzt der Thunfisch. Der kommt jetzt irgendwie nicht mehr. Gone. Boah, die bringt richtig viel. Seeengel, Königssuppe. Puh. Die macht auch direkt 10. Max Level. Wäre eigentlich geil, aber wenn ich die jetzt drauf mache, dann sollte eigentlich maximal 1. Die macht halt gleich 10 Portionen. Das ist so blöd. Die Leute essen halt gar nicht so viel.
jetzt halt ein bisschen blöd. Du traust dich was. Hä, warum? Was traue ich mich denn? Der bringt auch richtig viel. Den können wir auch mal nochmal upgraden. Dann packe ich den auch drauf. Autokochen. Das bringt jetzt eigentlich, kann man auch veredeln, aber bringt eigentlich nicht so viel. Da haben wir richtig viel von. Den können wir jetzt auch mal drauf klatschen. Warum nicht? So, was haben wir noch? Das können wir auch machen. Die ganzen Rezepte hier unten halt nicht, ne? Das ist schon... Aber die Max-Quallen, eigentlich müsste ich gucken, dass ich diese Seeengel-Sachen immer habe. Aber die packe ich jetzt mal nicht drauf, weil die packe ich beim nächsten Mal drauf. Und dann nur das Rezept, dass alle nur das essen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. So, dann fangen wir mal an. Eins. Open up. Okay. Diese Sushi-Tablets sehen irgendwie aus wie Autos. Das sind Autos. So, dann bestellt mal Essen, bitte. Passt es vom Ton oder ist es noch zu laut? Oh Gott, ganz hinten. Oh nein, ich hasse das. Okay, wir schaffen das. Ich will nicht noch mal ganz nach hinten rennen. Gibt es eigentlich irgendwann auch die Möglichkeit, mehr Leute einzustellen, als immer nur das, was man hat? Scheiße, die Leute werden schon ungeduldig. Ich muss jetzt auch gleich wieder Wasabi nachfüllen. So, macht euren Stuff. Yes, passt. Puh. Es hört nicht auf, ne? So, putzen. Mehr Kunden, los! Da klingelt's bei den Leuten und in der Kasse, du. Ah, das gibt auch Geld, wenn ich abputze. Boah, das haben wir echt gut gemacht. Nice. Sehr gut. Alle glücklich, viel Cash, so muss es sein. Heute bereits geschlossen. Nice. Yes, zwar nicht das Beste, nicht der beste Tag an Umsatz, aber hey, immerhin. So. Uff, das sollte genug sein. Ach stimmt, ich sollte ja nachts gehen. Du bist hier, Dave. Sicher, dass es in dieser Dunkelheit ist? Zieh einfach diese Infiltrationsrüstung an. Okay, zeig mal, wie das aussieht. Super. Okay, ich komme mir vor wie ein Geheimagent. Gekleidet für den Erfolg. Du siehst aus, als könntest du damit selbst nach Dark Moors. Also, ab ins Wasser. Folge ihn unbemerkt. Oh, richtig. Lass deine Waffe hier. Was? Du willst, dass ich die Basis unbewacht infiltriere? Seabrew verfügt über ein strenges Sicherheitssystem mit Überwachungsdrohnen und Sensoren. Wenn du eine der Drohnen eine Waffe entdeckst, alarmiert sie sofort die Basis. Das soll sowieso eine verdeckte Operation sein. Was mache ich hier ohne Schlaf? Aber wirklich, ey, ich bin so arm. Voller Laufbursche. Wie ätzend, so spät nachts noch ins Meer zu gehen. Das muss eine von Seabrews Drohnen sein. Ich sollte mit Abstand sie verfolgen. Okay, let's go. Auf der Fisch macht keinen Shit jetzt hier. Ich habe auch keine Waffe, ne? Schon echt schön mit der Musik und da hinten die ganzen Fische. Ist schon echt toll gemacht, das Game. Muss es einfach... Ach, guck mal, die tun mich auch alle gar nicht bemerken. Die Fische. Oh shit, aber die Haie schon, ne? Oh. Shit. Shit. Oh, das ist voll anstrengend.
Oh Gott, der Hai hat mich gesehen. Gruselig. Haut alle ab. Shit. Oh Gott, Hilfe. Ah! Okay, Drohne, flieg bitte einfach weiter. Ey, das ist ja voll ätzend. Boah, es ist anstrengend. Bitte verpiss dich einfach. Oh Gott. Ja, die öffnet jetzt und jetzt muss ich rein. Das habe ich vorhin schon entdeckt. Genau, es gibt eine Story. Oh, ein versteckter Eingang. Ich sollte mich beeilen, bevor die Tür zugeht. Ioi. Wie witzig das aussieht. Geil. Ist das nicht zu groß, um eine versteckte Basis zu sein? Dafür sind die Einrichtungen gedacht. Oh, was machen die denn hier? Hä? Tun die nicht immer so, als würden das die Piraten Maschinen, die Delfinfleisch verarbeiten? Ich bin verwirrt. Sind Seablood nicht Umweltschützer? Wo, ja, aber echt, wofür in aller Welt sind die da? Zuerst muss ich einige Mechanikteile finden. Oh Gott. Hole dir besondere Anzugteile aus der obersten Etage. Da bin ich ja ganz schlecht in solchen Games. Ich sehe aus wie so ein Papa-Bär. Wie witzig, ich einfach renne, es ist geil. Oh, shit. Oh, der dürfte mich jetzt eigentlich hier nicht sehen. Please don't see me. Da würde ich mir aber kräftig sein einscheißen. Oh, shit. Oh, wie gemein. Aber gut, dass die... Gott, Hilfe. Ich finde es gut, dass die Speicherpunkte so sind, wie sie sind in dem Game. Kommt es bestimmt gleich noch mal einer? Oh, oh, eat. Sag mal, wie schlecht sehen die denn? Haben die auch eine Sehschwäche wie ich? Minus 5 Dioptrien, mein Freund. Wir sind uns sehr ähnlich. Ist nichts passiert. Yeet. Darf ich hier unten bleiben? Shit. Haben sie mich gesehen? Oh, wie doof. Muss ich das quasi hier noch timen? Ganz oben hat es den Stuff, ne? Ich komme mir vor wie bei Donkey Kong. Er kann das Gefühl auch nach einem Bad Hair Day, wenn man die Haare wieder so perfekt auszusehen. Oh ja. Das ist toll, wenn man die wieder schön macht. Und sich wäscht. Hä? Warum hat er mich jetzt gesehen? Ich weiß halt nicht, wie nah ich an den ran darf. Oh Gott! Du siehst mich nicht! Oh Gott! Shit! Oh je, er hat mich halt voll gesehen. Er hat so voll hergeguckt, dachte ich so, oh Mann, der Arme, ich sag jetzt nichts. Ah! Es ist ätzend, es ist einfach nur ätzend. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, es ist so ätzend. Es ist einfach nur super ätzend. Oh, furchtbar, furchtbar. Jetzt können wir gleich, glaube ich, erfrieren. Ich kann ja gar nicht vorbei, oder? Der sieht mich ja so jetzt. Oh shit, oh Gott, oh Gott! Ich pack das nicht. Ich pack das alles nicht. Oh. Genau, wenn ich dich nicht sehe, dann siehst du mich auch nicht. Oh yeah. Rationsfresser. Dave. Oh shit. Oh, ich habe eine Ration gegessen. Ist mir schlecht. Aha. Oh, hallo. Sieht wie ein Büro aus. Mann, ich vermisse mein warmes, sauberes Bett. Okay. Deep Sea.
Da ist eine Zeichnung des Forschungsprojekts von Meeresblau. Moment, bin ich das auf dem Bild? Das Kernstück des Hightech-Anzugs. Geil. Gut, da ist es. Lass mich das nehmen. Hey, ich habe aber echt... Oh Gott, es war so klar. Shit. Nein, tut mir nichts. Nein. Ich sehe so süß aus. Ja, Geronimo. Bestimmt muss ich jetzt noch flüchten, oder? Jetzt wissen sie ja eh, dass wir geklaut haben. Das ist ja generell nie gut. Ich glaube, zurückkommen wir das nochmal richtig. Aber echt voll Ninja Turtles. Ich sehe aus wie einer von den Ninja Turtles. Boah, ich glaube, ich würde es echt mal abhauen, ne? Puh. Was ein Stress. Hilfe, ich brauche eine Umarmung. Oh Dave, du bist mit einem Stück zurück. Nun, ich spüre einen Mangel an Vertrauen in deiner Stimme, was meine Überlebensfähigkeit angeht. Haha, komm schon, sieh dir das Ding an. Ein mechanisches Teil von Seablue in tadellosem Zustand. Warum hast du mich nicht vor den bewaffneten Piraten gewarnt? Um ehrlich zu sein, wusste ich nicht von ihnen. Wie auch immer. Ich habe in der Seablue-Basis viele Geräte gefunden, die zur Verarbeitung und zum Einfrieren von Fisch verwendet werden. Und ich glaube, sie haben auch ein paar Delfine gefangen. Ist Seablue nicht eine Gruppe von Umweltschützern? Was ist das für eine Heuchlerei? Zu wissen, dass sie enttarnt wurden, könnte sie noch gefährlicher machen. Sei vorsichtig. Wie auch immer, ruh dich aus. Es wird spät. Ich rede morgen mit Dr. Bacon. Dr. Bacon ist so geil. VIP-Besuch. Ich bin spät heimgekommen. Ich konnte nicht gut schlafen. Gut gemacht. Berichten wir das Dr. Bacon. Hey Dave, ich habe gehört, dass du ein funktionierendes mechanisches Teil ergattert hast. Ja, mühsam. Hier, nimm es. Sehr gut, das ist es. Großartige Arbeit, Dave. Okay, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Ich gehe ins Labor und mache einen Winteranzug. Aber dass der Gletscherbereich so instabil ist, beunruhigt mich. Ich empfehle, dass du auch eine gute Waffe besorgst, nicht nur einen guten Anzug. Ah, es gab ein neues Material, das im Labor entwickelt wurde. Das Tauchermesser kann aufgewertet werden. Wie üblich kannst du das über iDiver tun. Das Aufwerten des Tauchermessers erhöht nicht nur seine Angriffskraft, du kannst nun auch Mineralien abbauen. Geil. Gib mir einen Tag. Geil. Let's go. Das mache ich jetzt gleich mal. Ein Winteranzug. Ich frage mich, wie der aussehen wird. Wie Dr. Bacon sagte, ein Anzug wird nicht als Schutz reichen. Glaubst du nicht, Eva, du brauchst doch eine Waffe? Doch. Ich gehe da fragen. Geil, neue Waffen, Leute. Jetzt boosten wir alles weg, Mann. Yeah. Hallo, was ein wundervoller Tag. Dank deiner Hilfe konnten wir eine Sonderausgabe des Magazins erstellen. Weiter so. Fish Weekly. 1000 Gold. So, jetzt erstmal ganz langsam hier. Das auf jeden Fall mal pimpen. Ja, let's go. Und dann noch die Frachtkiste vielleicht. Why not? Kann ja nicht schaden. Und dann wollte ich noch mit ihm quatschen. Vielleicht rufe ich ihn einfach mal an. Duff. Hier. Wie geht's, Dave? Was bringt dich nach so langer Zeit hierher? Ich werde den Gletscherbereich erforschen und ich bin mir nicht sicher, ob die Waffe, die ich habe, ausreicht. Ah, der große Gletscher in der Tiefsee. Dein Antrag ist mir zu Ohren. Auftrag ist mir zu Ohren gekommen. Ich habe einen Peilsender in deine Waffe eingebaut. Das hättest du mir vorher sagen können. Aber die Waffe, die ich mit den jetzigen Materialien herstellen kann, wird nicht anders arg reichen. Außer ich bekomme neue Materialien. Dave, ich weiß, du gehst im Seevolkdorf ein und aus. Warum schaust du dort nicht nach neuen Materialien? Apropos Seevolkdorf, ich frage mich, wie es der Seevolk-Werkstatt geht. Ich sollte mal vorbeigehen. Das ist eine gute Idee. So, was brauchen wir noch? Haben wir noch irgendwas Feines? Da, das können wir auch einsammeln. Punkte. Geil. Okay. Dann gehen wir zum Seedorf und holen Materialien, wenn ich das richtig rede. Mit Duwam im Seevolk. Seevolk, Seevolk. Hallo, ihr kleinen Stinkies. Ich hoffe, euch geht es gut. Guten Tag, guten Tag, guten Abend. War witzig, die Leute, die bei diesem Pixel-Game mitgemacht haben, mit ihrem Stück Kuchen vorm Namen. Was bringt es eigentlich, wenn ich jetzt hier mit den Dorfbewohnern weiter die Quests mache von denen?
Das Video mit When the Past Things, das kommt, glaube ich, erst nächsten Sonntag, nicht den kommenden, übernächsten. Meine Entscheidung ist, das Dorf vor allen Bedrohungen zu schützen. Finde einen Weg in den Gletscherbereich. Hä, da haben wir doch. Hä? Wo ist denn hier Portal? Aber wir sind doch da hingekommen. Oder muss ich jetzt tatsächlich einfach nur nach Materialien suchen? Aber wo? Hier oder in dem Gletscherbereich? Wo geht es hin? Ach, hier runter. Wie komme ich denn nochmal zu den Gletscher? Hier, Gletscherbereich. Das heißt, ich müsste das jetzt ja eigentlich abbauen können. Fließendes Wasser, Unterwasser, ja. Tatsächlich. Komm mal her jetzt, Kollege. Dich kenne ich noch nicht. Brauchst dich hier gar nicht so schüchtern verstecken. Oh, der Arme. Mann, das ist so brutal. Kann die hier nicht ansaugen. Hey, die Fische sind echt anstrengend hier unten. So, das heißt, ich muss jetzt hier noch Material suchen. Rede mit Duwam. Ach so, aus der Werkstatt, ne? Da war ja was. C-Volk, das ist ja der aus der Werkstatt. Aber der war doch noch krank. Die haben das Spiel voll gut gemacht. Mega. Ich habe mich um den Typen ja gar nicht gekümmert. Ich hoffe, das nimmt er mir nicht base. Jetzt wieder neue Quests. So, mein Freund. Ist der das? Hust, nichts Schlimmes. Aber ist der das? Mit wem muss ich reden? Mit Duwam, dem Seevolk-Angehörigen. Aber welcher ist es? Stehen hier irgendwo Namen? Okay, da kann man immer Quests machen. Ich sollte doch bei der Werkstatt vorbeischauen. Wenn du mit ihm sprichst, steht da der Name. War das der Duwam? Ich habe übrigens noch gar nicht diesen Beluga-Wal probiert, ne? Aber dann muss ich den ja erst seine Kräuter bringen, oder? Ne, die ist es, glaube ich, nicht. Die gibt mir nur eine neue Quest. Ja, die gibt mir nur eine neue Aufgabe. Noch das Brett da. Den Namen habe ich hier auch nicht. NPCs anzeigen. NPC. Missionen. Hier. Werkstatt des Seevolks. Ja, das ist doch hier. Aber da muss ich dem halt wahrscheinlich erstmal seine Kräuter bringen, oder? Das ist doch die Werkstatt und die Schmiede. Und der? Duwam. Dem muss ich seinen Korallenbrei bringen, sonst macht er mein das Zeug nicht. Oh. Muss ich jetzt ja nochmal hoch. Aber kann ich nicht vielleicht auch schon direkt Mineralien abbauen? Wahrscheinlich muss ich ihn das fragen.
So, dann gehen wir nochmal aufs Boot, weil da muss ich jetzt mit dem... Ich hoffe überhaupt die Korallen, die habe ich aber eingesammelt damals. Das war blöd, das hätte ich halt eher machen können, hätte ich nicht einen Tauchgang verkackt. So, gehen wir mal kurz zur Gnushi-Bar. Heute ist VIP-Stichtag. Wie schön das dort aussieht. Ich mag eigentlich keine Zuchtfisch. Die Fische von Ottos Fischfarm sollen angeblich von hoher Qualität sein. Aber wie, er muss mir doch diesen Brei machen. Wie mache ich denn das jetzt? So, wo sind denn meine... Wo sind denn meine... E-Mails habe ich nie gelesen. To-dos. Hier, das... Ach, ich brauche eine Federkoralle noch auf, verdammt. Die ist in... 120 bis 200 Metern Tiefe. Da, bitteschön. Ich muss meinen Kopf nach hinten mehr anlehnen. Yes, oh yes, that's what I'm talking about. Dann gehen wir nochmal zum Seevolk und dann von denen aus nach oben und gucken, ob wir da diese Ding finden. Dann nochmal hoch, dann ist aber schon Nacht, das heißt, ich kann es erst am nächsten Tag machen. Und so verschwendet man seine Zeit im Leben. So. Din, 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 din. Ja, der ist einfach krank, der redet mit mir nicht, der hat mein Vertrauen noch nicht. Der Anzug ist noch nicht kälteresistent, aber den lasse ich jetzt ja machen. Und um die Waffen kümmere ich mich ja gerade. Ich bin ja da gerade erst dran. Oh, Upgrade. Nehme ich, du Sack. So, mein Freund. Jetzt stress mal nicht rum hier. Kommen Sie! Kommen Sie, kommen Sie! Wunderbarst. Und den nehme ich auch noch mit. Bam. So, bin ich jetzt in 250 Metern Tiefe. Okay. Ich glaube, ich muss ein bisschen hoch. Es war doch 200 und 150, oder? Glaube ich. Da kann man nicht mehr hin. Muss jetzt hier hoch. Genau, hier muss es irgendwo gewesen sein. Da waren ja auch die anderen. Dun, dun, dun. Hier irgendwo. Wenn ihr es seht, schreien sie. Das muss dann aber eigentlich auch netterweise sogar markiert sein für mich. Boah, nice. Ich habe jetzt ja meine Sniper. Stimmt. Ich habe noch gar nicht ausprobiert. Brudi, schlaf. Ach, so schön. Mai, macht es Spaß. In 120 bis... Okay, da muss ich noch hoch. Kommen wir noch kurz das hier unten. Und ein bisschen Luft muss sein. Guck mal, da nicht immer nur eine oder mehrere? Oh, Mayonnaise. Danke, Marie. Kommt man hier denn noch mal ein bisschen höher? Auf mir hinterher zu schwimmen. Hier war das, glaube ich. Genau, hier muss es irgendwo sein. Habe ich es auch letztes Mal gefunden. Sie kommen bitte einmal mit. Wie ich die einfach mal einsammle. Gegen ihren Willen.
so. Auch wenn ich den gar nicht will, ich nehme ihn mit. Da ist sie doch. Oder? Nee, ist sie nicht. Schade. Oh, den hätte ich auch nochmal gern. Denn der hat geschmeckt. Seeengel. Kann der bitte nochmal kommen? Er tut mir eigentlich gar nichts, ne, wenn ich ihm nichts tue. Ist eigentlich total handsome. Kann der so langsam aggressiv. Der ist so richtig groß, du denkst so, oh süß, und dann wird er dich umbringen. Wer ist auch schon seit heute Morgen dabei? Süß. Ach, jetzt habe ich so eine volle Kiste. Das ist so herrlich. Okay, jetzt müssen wir mal nach dieser Koralle gucken. Die ist ein bisschen weiter oben. Sie dürfen einmal auch mit mir mitkommen. Da ich eine Taschenlampe bekommen habe, muss man hier irgendwo hochkommen. Komm, du kleiner süßer Scampi. Eine Schiffsbootschnecke. Schnecken mag ich gar nicht. So, wie komme ich denn nochmal hoch? Weil hier ist es ja nicht. Ob hier kam ich irgendwo hoch? War nicht irgendwo so ein Wurmdurchgang? Doch, langsam kenne ich mich echt gut aus. Wieso sind denn die Dinger weg eigentlich? So, hier muss es jetzt irgendwo sein. Hier muss irgendwo diese Koralle sein. So, der nervt richtig arg. Muss nochmal zum Boot, von dann nach unten. Ich glaube, dass es auch hier irgendwo ist. Ich habe die letzte Mal hier gefunden. Ist auch genau die Anzahl, wo es sein soll. Ich schwimme jetzt einfach mal rum und gucken. Hier muss es irgendwo sein. Da ist so eine Kackkrabbe. Okay, oder hier nochmal weiter oben. Hey, was ist das? Ein Quallenfragment. Vielleicht ist es ein Überbleibsel von dem, was die Schildkröte des Seegrassammlers gefressen hat. Folgen wir ihm. Ah. Ah, okay. Sehe, sehe, sehe. Das ist wahrscheinlich die Aufgabe. Shit. Shit. Oh. Aua. So, gib mir jetzt bitte diese eine Sache. Ich glaube, ich hole mir jetzt den Stein und bringe die Krabbe um. Wer sensibel ist, sollte jetzt weggucken. Die Arme. Oh. Schock. Geil. Ja, das probiere ich jetzt mal aus, ob die besser ist als die andere. Ich finde irgendwie diese eine Frucht nicht mehr. Ah, hier drin ist es. Oh, das muss das Haus des Seegrassammlers sein. Ich höre etwas von drin. Aha. Ja, das ist ja witzig, dass ich da rein kann. Oh. Ah, bitte hilf mir. Dona könnte etwas Merkwürdiges gegessen haben. Sie dreht durch. Sie hat die Qualle verschlungen. Mit ihr stimmt etwas nicht. Ach Mensch, ich denke, jetzt ist nicht der richtige Augenblick für ein Urteil. Bitte hilf mir. Was soll ich tun? Ich muss sie einfangen und versuchen, sie zu beruhigen. Okay, wie soll ich das machen? Ja.
Und wie? Ah, hier am Schwanz muss ich sie ziehen. Okay, das könnte jetzt pervers werden. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich jetzt schon einmal. So, mit Gewalt. Die Arme. Jetzt kotzt es aus. Oh, eine Mülltüte. Oh, das muss den Menschen gehören. Es ist eine Plastiktüte. Wer würde so etwas ins Meer werfen? Ja, wir. Danke, Mensch. Jetzt kann ich wieder mit Dona Seegras sammeln. Puh, was für eine Erleichterung. Fast an einer Plastiktüte erstickt. Das war knapp. Wie auch immer, gib diese Nachricht unbedingt an die Menschen weiter. Sag ihnen, dass solche Dinge auf keinen Fall ins Meer geworfen werden sollen. Dass sie fischen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ist verständlich. Aber ich verstehe nicht, warum sie solche Sachen wegwerfen. Wenn sie wieder mal so furchtbare Dinge verschmeißen, gebe ich ihnen eine Kostprobe von meinem Halbmondtritt. Okay, das war impressive. Nun, es sieht so aus, als wäre alles erledigt. Jetzt muss ich halt nur noch diese eine Koralle finden. So. So. So, dann machen wir das hier mal. Blepp. Blepp. Also, ich glaube, ich gehe jetzt mal nach oben. Einfach nur, um zu gucken, ob hier diese eine Sache ist, die ich brauche. Da ist noch so ein kleines Ding. Das nehmen wir nochmal mit. Hier auch nochmal. Ey, das ist so nervig, wenn man unter Schock ist. Scheiße! Die sind nervig. Das finde ich ein bisschen blöd. Ah, da oben ist sie. Ich sehe es. Dass man jetzt das noch nachholen muss. Das hätten sie dann schon mehr als eine Aufgabe markieren sollen, dass einem bewusst ist, das muss noch gemacht werden. So, ich baller die jetzt ab. Es nervt. So. Gut. Dankeschön. So, da unten ist die jetzt. Yes, I got it. So. Korallenbrei bei Bancho. Let's go. Nehmen wir nochmal das mit. Und dann gucke ich, ob ich hier irgendwo hoch kann. Am besten. Und hier irgendwo hoch, bitte. Tschüss. Da kann ich hoch. So, dann haben wir die Quest auch. Dann können wir nämlich weitermachen. Ich komme irgendwie nicht hoch. Was ist das für ein Müll? Ich muss sagen, die Passage hier in diesem... Also das ist so die Gegend im Meer, die ich am wenigsten mag. Das ist einfach nur verwirrend, ein dummes Labyrinth, nervige Gegner. Und man kennt sich irgendwie nicht aus. Ja, dann schockt mich halt. Ist mir jetzt egal. So, ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier nicht sterbe. Und irgendwie mal schnell hochkommen. Bitte. So. Und jetzt bitte ganz schnell nach oben. Da. Let's go. Yay! Yeet. Super Trooper. Okay, so, dann würde ich jetzt den Bancho gleich mal fragen. So, schließe den Tag ab und bereite das vor. Feldfrüchte sind bereit. Wahrscheinlich Reis. Nehme ich mal an. Reis. Eier.
Dass das aber der Banjo nicht selber macht oder die Leute wenigstens aus dem Restaurant, dass ich irgendwie alles machen muss, ist faszinierend. So. Eier gibt's auch nicht. Dann gehen wir mal. Sushi. Sushi! Hat eigentlich jemand von euch das Spiel schon durch? Wie viele Stunden habt ihr so? Badam. VIP-Besuch, Leute. Hallo allerseits, hier ist Yui von NDC. Damen und Herren, wie ihr wisst, ist heute der Tag des letzten Duells in Bezwingen den Chefkoch. Banjo, bist du fertig? Natürlich. Und Wang Pang? Ebenfalls, ich kann es kaum erwarten. Ausgezeichnet, dann let's go. Ich glaube, Banjo kann man gar nicht mehr besiegen, oder? So, mögen die Leute beginnen. Okay, Banjo wird gegen einen berühmten Chefkoch in einer neuen TV-Sendung antreten. Bringen wir ihm die Zutaten, um die er uns gebeten hat. Okay, was? Oh Gott, Hilfe, was? Oh nein. Das kann ja nur schlecht werden. Yes! Perfekt. Okay, sehr gut. Bereite die Zwiebel vor. Oh shit. Oh shit. Oh je. Oh Gott, das wird jetzt schwer, Leute. Okay, bam! Oh, was? Oh shit. Darauf war ich nicht vorbereitet. Perfekt, alles perfekt. Ist ja wie Ninja Turtle. Paniere den Fisch. Und wie lang? Boah, ist das aufwendig. Ist das aufwendig. Ist echt interessant. Ich find's voll cool, dass es immer so unterschiedlich animiert ist auch. Wie aufwendig. Oh, ich hab nicht mehr viel Zeit, ne? Schneller. So, let's go. Wie aufwendig, dieses ganze einzelne Fleisch hier so zu panieren. Oh shit. Ja, ja, sei doch bitte fertig. Oh Gott. Uhu. Tiere den Fisch. Oh nein, bitte lass mich einfach in Ruhe. Out. Oh, Leute. Not sure. Wunderbar. Perfekt. Besser geht es nicht. So, brate die Zutaten. Okay, und dann muss ich quasi drücken. Okay. Boah, das sieht geil aus. Da hätte ich auch Bock drauf. Success. Und nochmal. Drehen, 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 drehen. Einfach nur drehen. Boah, ich hätte so Lust drauf. Ich habe so Hunger. Warum tun wir das hier? So, perfekt. So, was ist besser? Boah, sieht das eklig aus. Can't decide what's better. Yes! We did it! Kann man da überhaupt verlieren? Ich glaube schon, ne?
Richtig juicy. We did it. We did it. Geil. Süß-sauer Himmelskucker. Weil er so nach oben guckt, ne? Oh, ich habe verloren, aber ich bin der beste Chefkoch in Hongkong. Natürlich, dein Gericht war ausgezeichnet, Wang Pang. Du hast die feinsten Zutaten für den Geschmack verwendet, aber es war nicht genug, um mich zu beeindrucken. Aber Banchos Gericht, ich habe eine ganz neue Erfahrung mit diesem Fisch namens Himmelskucker gemacht. Um ehrlich zu sein, habe ich den Fisch zum ersten Mal probiert. Bancho gab mir die perfekte Mischung aus dem interessanten und frischen Geschmack des Himmelskuckers. Wenn wir nur über den Geschmack sprechen, war deins besser, Wang Pang. Aber ich bewundere Banchos Versuch. Meine endgültige Entscheidung lautet Bancho. Glückwunsch. Oh, Vincent hat seine Entscheidung sehr klar gemacht. Bancho gewinnt das Duell. Bancho, was denkst du? Ich denke, ich wollte zeigen, Bancho, der Champion zieht Taten den Worten vor und wir lieben es. Der heutige Gewinner bezwingt den Koch, ist Bancho. Bis zum nächsten Mal. Boah, ich hab so Hunger, ey. Mir läuft richtig das Wasser im Mund zusammen. Erstaunlich, Bancho. Du hast Wang Pang in seinem Spezialgebiet übertroffen. Hm. Ein Gericht ist ein Gericht, unabhängig von seiner Herkunft oder Nationalität. Wenn etwas in einem Land gut schmeckt, wird es auch in einem anderen Land gut schmecken. Warum habe ich das Gefühl, dass die Show wieder zurückkehren wird? Aber ich vertraue vollends in deinen Sieg. Apropos Duell. Bei der Vorbereitung auf das Kochduell habe ich neue Inspirationen für die chinesische Küche erhalten. Oh, nice. Geil. Also mehr kann Restaurant nicht pimpen. Wir haben das Interieur immer noch nicht schön gemacht eigentlich. Bringt es überhaupt was? Oder ist es wirklich nur für den Geschmack? Weil ich sehe hier jetzt irgendwie keine Verbesserung, dass es dadurch jetzt irgendwie besser und schöner ist oder so. Ich weiß nicht, wie es... Also, ich kaufe es jetzt mal, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass dadurch der Laden schöner wird, oder? Also, dass ich irgendwie so Punkte bekomme. 300. Gucken wir mal, schön viel Cash bringt. Das hier. Nur Optik, ne? Okay, bringt also nichts. Na super. Den machen wir auch noch. So, und dann gucken wir mal, was wir... Vielleicht können wir noch mal einen von den Personalleuten trainieren. Vielleicht sie trainieren. Nee, kann man sich nicht leid. Dem vielleicht. Ja, kommt hin. So. Okay. Dann, genau, was gibt's zu fooden? Yes. So geil. Nur Optik, ja. Veredeln. Nochmal veredeln. Und nochmal veredeln. Dann packen wir den mal auf die Karte. Auto kochen. Yes. Was ist das? Eine rote Krebbe? Ja, komm. Das würde ich auf jeden Fall drauf packen. Das sind 4. Packen wir drauf. Okay. Und auch kein Auto kochen, weil es sind schon 4. Was sind das Ekliges? Ach, das ist dieses eklige Ding. Ihh, also man muss auch nicht alles essen. Das packen wir auch drauf. Sind aber 6. Das ist schon fast zu viel. Das sind 10. Den kann ich pimpen, glaube ich. Und die kann ich eigentlich auch pimpen. Den auch. Die bringen alle gar nicht so viel Geld. Dann packen wir nochmal die drauf. Weil die jetzt auch bald leer sind. Dann hier noch. Kann ich das auch verbessern? Nee. Wie viel sind das? Einfach nur ein Gericht. Nee, sind 6. Ja, ist halt blöd, ne? Diese Rezepte sind halt immer... Komm, der bringt auch gar nicht so wenig. Der ist so eklig, der Fisch. Bäh. Da kann ich doch noch was machen. Aber die hebe ich mir noch auf. Die Schwertis. Die ist halt geil. 10 Portionen ist aber zu viel. Dann machen wir den noch drauf. Okay. Let's go. Nee, ich bin nicht jeden Tag live. Kannst du nach Preis sortieren? Stimmt, stimmt. Da war ja was. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Das habe ich ja vorhin als Kommentar vorgelesen. Ui.
So, hier bitteschön. Das können wir, glaube ich, als nächstes endlich mal runter in die Eiswelt, weil die interessiert mich nämlich am meisten. In die Gletscherwelt. So, wen gebe ich jetzt als erstes was? Ich weiß es gar nicht mehr, wer zuerst bestellt hat. So. Geld, Geld. Und das Wasabi-Dings mache ich auch gleich nochmal hier voll. So, okay, let's go. Lauf, lauf, lauf. Und dann Reibi, Reibi. Und dann hier auch nochmal Reibi, Reibi. Ich liebe deine Videos, du bist mein Vorbild. Dankeschön, das ist so süß. Merci, merci für diese kind words. Heute Abend, ja. Also ich mache jetzt dann nach dem Game eine Pause und dann würde ich heute Abend nochmal online kommen. Ich denke so 21 Uhr. Dann spielen wir noch zwei Horror-Games. Weil ich muss nämlich gerade sehr viel vorproduzieren. Weil ich jetzt gleich mal ein paar Tage Auszeit habe. Endlich mal seit langem. Und dann bin ich eine Woche da und dann ist Gamescom. Und Gamescom bin ich halt einfach schon ab Montag da. Das heißt, dann zwischen meiner Auszeit, in der ihr nichts merken werdet, außer dass Streams ausfallen, Videos kommen wie gehabt, habe ich nur eine Woche Zeit und dann ist wieder die Gamescom. Das heißt, ich muss wieder für zwei Wochen eigentlich wieder vorproduzieren. Das ist dieser Stress immer. Der August und Dezember sind somit die schlimmsten Wochen. Monate, meine ich. Puh, es ist nicht einfach, an einem Tag einen Anzug herzustellen, aber ich habe es geschafft. Oh, das sieht ja gut aus. Warum gehst du nicht ihn anprobieren? Boah, hoffentlich hat er auch gute Qualität und Leistung und alles. Steht dir gut. Ha, die Größe passt perfekt. Es fühlt sich warm an. In diesem Outfit kannst du nicht nur unter Wasser, sondern auch an kalten Orten dich frei bewegen. Sehr gut. Zeit, zum Gletscherbereich hinunterzugehen. Geil. Gut, let's go. Erforsche den Gletscherbereich. Kälte. Resistenter Anzug. Okay, heute ist Partytag. Heute gibt es ganz viel Schwertfischis. Agrararbeit verfügbar. Geht's runter. Gletscherbereich. Let's go. Ich habe eine Frage. Suchst du das Spiel? Ich suchte es sehr hart, ja. Definitiv. Ein Sternrochen. Ich habe verrochen richtig Schiss, seitdem sie den einen Typen da umgebracht haben. Du wolltest noch einen Korallen. Stimmt. Oh nein, ein Korallenbrei. Ah! Aber den können wir nachher machen. Korallenbrei machen wir nachher. Erinnert mich dran, wenn ich das zweite Mal hochgehe, dass ich den dann mache. That would be so nice of you. So, dann hinab in die Kälte. Kälte, 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 Kälte. Uiuiui. Fresh. Wow, ist richtig warm. Ganz anders als vorher. Es wird Zeit, die Gegend zu erkunden. Boah, ich bin jetzt schon so tief unten. Jetzt ist alles unsympathisch, was ich treffe. Ich finde es so blöd, dass mein Ding immer noch so schwach ist. Oh Gott, was ist denn das hier Furchtbares? Oh mein Gott, bitte liebe mich. Oh, ist der ekelhaft groß. Ist ja furchtbar. Oh Gott. Ganz furchtbarer Fisch. Aber ich will ihn haben. Brauche ihn in meiner Malibu-Sammlung. Ich glaube, dass der ganz schön viel abzieht. Aber er ist dead. Schwächling. Ja, jetzt brauche ich ihn auch nicht mehr mit hochnehmen. Jetzt ist er schon dead. Ja. Nice. Frisch und lecker. Voll schön, die Welt hier. Korallenbrei, ja, ja. I know, I'm sorry. I forgot it. I forgot my friend. Die ganzen Fische hier einzusammeln, ey, da kann man, glaube ich, nochmal 50 Stunden reinpacken in das Spiel. Okay, ich habe Luft bekommen. Hier muss es irgendwo Strömungen geben. Und hier kann ich jetzt das neue Zeugs abbauen. Level, die aufgebaute Rüstung ist nieder als die Materialien. Ah, okay. Das heißt, ich muss jetzt doch tatsächlich erstmal den Brei machen, um die Materialien zu farmen, um überhaupt eine bessere Waffe zu bekommen. Ich erkunde jetzt trotzdem mal weiter. Einfach nur um zu gucken, was hier noch so gibt.
Ganz schön viel zum Einsammeln. Geil. So, was haben wir hier? Ne, die ist deutlich schlechter als meine. Ich untersuche das jetzt mal alles. Ich glaube, hier kann man einfach wieder hoch. Oder auch nicht. Hier ist einfach nichts. Ich habe gerade ein schönes Gefühl gehabt, wo du auf meine Nachricht geantwortet hast. Das war noch nie so. Oh. Ja, gerade ist sehr ruhig, da kann ich das machen. Nur wenn wir halt abends dann andere Spiele spielen, wo mehr Leute da sind, ist es halt echt schwer. Deswegen nehmt mir das nicht böse. Es ist dann einfach nur sehr, sehr viel. Und das ist tatsächlich auch ein Game, wo es sehr gut geht, sich auch mit Leuten zu unterhalten, weil es so entspannt ist. Den nehmen wir mit, der ist neu. Nordpazifischer Seestern. Hey, wie viele Lebewesen es einfach gibt. Das ist doch crazy. Ja, jetzt wieder ein Material. Das da hinten hätte ich auch wieder abbauen können, glaube ich. Hier, den Stein. Dafür ist meine Waffe noch zu schlecht. Aber eigentlich habe ich doch mein Messer, glaube ich, einfach nur nicht ausgerüstet, ich doofe Nuss, ne? Ah, okay. Ah, ist ärgerlich, weil ich muss nochmal hoch zum Boot. Ich habe das tatsächlich einfach vergessen, die Waffe auszurüsten. Ich habe die nämlich schon. Das Meer ist eigentlich wie eine riesige Suppe. Ja. So, jetzt muss ich das mal kurz ausrüsten. Nee, kann ich gar nicht. Ich habe sie schon geupgradet. Ich muss jetzt tatsächlich kurz mal zu Bancho, Sushi, das machen. Korallenbrei, dann zu dem Dude. Der wird meine Waffe verbessern und dann kann ich runter. Glaube ich. Korallenbrei, Korallenbrei! Voll schön. Das ist hier, das ist richtig cool. Füttern. Hier. Was bringt es, wenn wir die Katze mal füttern? Die gibt uns ja gar nichts dafür. So, hier, Korallenbrei, gib. Geil. Wie süß er das auch noch verpackt. Das ist so nett. Das ist so nett. Ich will auch. Das ist eine Glückskatze. Aber was bringt die mir? Die macht ja gar nichts für mich. Die will ja nur ein paar weiterfüttern, die bekommt. Ich weiß nicht. Oh cool, mein Buch ist angekommen. Ich hoffe, du hast sehr viel Spaß dabei. Beim Lesen. So, jetzt gehen wir einmal zum Seevolk. Geben denen den Brei, kriegen hoffentlich eine geile Waffe, holen das Material, verpieseln uns und holen uns eine bessere Waffe und dann geht's Rampage ab. Kann es sein, dass ich die Waffe brauche für den Endboss? Oder warum sagen die mir das so bedrohlich? Ah genau, ihre Mission habe ich ja auch erfüllt. Das hole ich mir jetzt auch ab, die Lorbeeren. Ja, gib mir Dinge. Toll. Aber wahrscheinlich brauche ich das Geld hier jetzt. 100 pro, um beim Schmieder ein bisschen was zu machen. Ich glaube, dafür brauche ich die Quests. Um beim Schmieder meine Sachen zu pimpen. Dann hat das Geld nämlich auch einen Sinn hier unten. Die Musik ist mega angenehm. Ich liebe es auch. Eigentlich muss man sich einfach nur die Playlist von dem Game runterladen. Dann ist man, glaube ich, übel gechillt. So, mein Freund. Hier, Nahrung. Oh, das ist Korallenbrei. Wie kann ein Mensch uns Essen zubereiten? Stell ihn dorthin und geh. Ich überprüfe. Ich muss überprüfen, ob es geht. Was für ein unverschämter Seevolk-Angehöriger. Naja, was soll's. Seevolk in der Werkstatt. Hust, hust. Alles in Ordnung? Die Wassertemperatur ändert sich ständig so schnell. Mir geht es nicht gut. Es geht nicht nur mir so. Viele von uns sind krank geworden. Wir müssen die Ursache herausfinden und das Problem schnell beheben. Okay. Das hilft denn mir gar nicht. Was leuchtet denn da oben so schön? Okay, aber hier ist doch die Werkstatt, oder? Musste ich das gar nicht machen? So, hat er jetzt geguckt. Weird. Aber er hat doch jetzt Heilung bekommen. Schau dich im Gletscher, rede mit Duwam. Aber der redet ja gar nicht mit mir. Dün, 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 dün. Das ist weird. Dann gehe ich nochmal nach unten, oder? Wahrscheinlich muss ich warten. Bis morgen oder übermorgen?
Weil der redet gerade nicht mit mir. Ich glaube, du musst dich im Gletscherbereich umschauen wegen der Wassertemperatur. Jo, das ist irgendwie sinnig. Dann machen wir das mal. Gletscherbereich. Jetzt weiß ich ja gar nicht, ob ich da hinkomme. Wo ich will. Kann ich mich, glaube ich, einfach nur zurück beamen, aber ich kann nicht mehr dahin, wo ich vorhin war. So, so. Schweinerei. Ich würde auch gerne meinen Enterhaken pimpen. Das finde ich irgendwie schade, dass es nicht geht. Bin traurig. Weil die ganzen Fische, die ganzen kleinen Viecher da immer so einzeln einzusammeln, ist echt anstrengend. Gut, dann gucken wir jetzt mal, wo die Kälte herkommt. Da ist wieder unser Freund. Boah, der ist schon geil. Oh, hallo, was ist denn das hier? Jetzt stress mal nicht, mein Freund. Ey, das war jetzt aber echt beschiss. So. Ruhe bitte! Der redet am nächsten Tag wieder mit dir. Bis dahin kannst du dein Messer in der App upgraden und die Mineralien schon mal abbauen. Problem ist, ich kann das nicht abbauen. Das ist ja das Problem. Ich habe mein Messer geupgradet, aber ich kann die Mineralien nicht abbauen. Das ist voll traurig. Das heißt, ich würde jetzt Fische sammeln. So lang. Ein bisschen was Neues hier holen. Und dann. Weil die kann ich ja nicht abbauen hier. Das geht nicht. Obwohl ich meins abgegradet habe, ist eine Unverschämtheit. Ich müsste das Messer nochmal upgraden. Kann ich aber nicht machen, ne? Stimmt, ich brauche ja noch Money. Dann kann ich das erst am nächsten Tag machen. Ich hatte eh nicht genug Geld. Naja, da unten schwimmen doch noch ein paar interessante Fischis. Ich hätte gern 5 Schuss. Kann ich auch die Fische alle auf einmal durchsieben? Siehst doch, dass es geht. Boah. Ihr armen kleinen Racker. So, da haben wir doch einen tollen Fischi jetzt gesammelt. Schön vergiftet für den nächsten, der ihn verzehrt. Ganz toll. Oh, Eis. Cool. Kannst du dann... Oh, 3 sogar. Bleib. Dann gehen wir mal runter. Weiter in die Dunkelheit. Lalalala. Oh mein Gott, was schwimmt denn da? Oh, das ist doch der perfekte Shot hier, oder? Foto. 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 Definitiv Foto. Und zwar genau, wenn der kleine Arsch da vorbeischwimmt. Ja, absolut. Let's do the perfect shot. Und ich will beides drauf haben. So, komm mal reingeschwommen, du kleiner Scheißer. Wunderbarst. Oh, bitte tu mir nichts, weil ich dich jetzt fotografiert habe. Reagieren die nicht irgendwie auf Licht? Ich glaube, ich muss wieder anfangen, nebenher zu zeichnen. Sonst schlafe ich immer ein bei der stillen, ruhigen Musik. Ist ja auch. Es ist ein schöner Tag zum Entspannen, ihr Stinkies. Dafür bin ich ja da. Ich bin Einschlafhilfe. Warte, ich spüre Hitze. Ich kann nicht weiter runtergehen. Oh, Kollege. Oh, echt? Okay, krass, da unten wird es dann schon so heiß, dass auch meine Temperatur langsam hier erreicht. Was gibt's hier noch so? Boah, was ist denn das? Das sieht ja richtig dumm aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt so intelligent war, aber ich hab Bock auf dich. Verdammt. So, kotzt mich gefälligst aus. Der Arm ist elektroschockt.
Ja, die sind ganz schön schwach. Schwächling. Geil. Gib mir Fly. Boah, der ist ganz schön schwer. Puh. Puh. Eisenhai, voll gruselig. Okay, das heißt, wir brauchen noch eine Feuerrüstung. Ist dem so? Was ist denn das hier? Ah, da ist der Baum. Oder kann ich einfach nur nicht weiter runter? Ich weiß gar nicht, ob das hier richtig ist, was ich hier tue. Es gibt auch keine Möglichkeit, hier hochzutauchen. Hm. Hallo. Oh, süß. Freut mich, dich kennenzulernen. Hallo. Oh, ein Minecraft-Stein. Okay, dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo weiter können. Der Horror-Stream für Freitag, den haben wir ja schon längst gemacht. Heute Abend streamen wir nochmal. Horror. Aber ich weiß noch nicht die Uhrzeit. Ich muss erstmal dann chillen. Ich bin seit 5.20 Uhr bin ich schon am Arbeiten. You heard it. You heard it, my friends. Yes. This is long. I know, I know. Oh, ein Tennisball. Baseball. Ach, geil. Habe ich nur 6 Bälle. So, da kann man wieder zurück. Nee, ich würde tatsächlich noch ein bisschen gucken, ob ich noch was einfangen kann. Oh, ja, du kleiner Wicht. Dich will ich haben. So, wie fühlt sich's an? Oh Gott, was war denn das Blödes? Oh, jetzt ist er tot. Super. Huch. Huch. So, ein bisschen Luft. Wusstest du, dass 5 neue Spiele angekündigt wurden von Dark Pictures? 5? Tell me. Schon echt schön hier unten. Gibt es eigentlich noch eine Eiswelt jetzt dann? Also eine Feuerwelt? Oder ist es nur, um mir zu sagen, oh. Oh, ich hätte dich ganz gerne zum Essen. Geh weg mit deinem langen Horn. Boah, du Sack. Oh, shit. Au, au, au. Oh, schon, das ist tot. Warum kann ich nicht auf 10 meine Wasserflasche nehmen? So, ich hätte gern... So, Sauerstoff. Ich töte jetzt noch ein bisschen weiter. Nicht, dass ich Spaß daran hätte, aber... Es ist so schön, neue Dinge zu erforschen. Schwimmt hier noch irgendwo so ein Sack rum? Möchte noch jemand harponiert werden? Eventuell. Nein? Na gut. Ob ich ein eigenes Spiel machen könnte? Ja, aber da bräuchte ich ein Team dazu. Wenn es was Aufwendiges werden will. Man braucht ja so viele Leute für ein gutes Game. Ich hätte aber voll die geilen Stories. So richtige Plot-Twist-Stories. Richtig gute Ideen habe ich eigentlich, aber ja... Das wäre eigentlich schon geil, so seine eigenen Games zu entwickeln, beziehungsweise mit so coolen Charakteren. Das wäre schon nice. Oh. So, kann ich... Oh. Uiuiui. Kann ich den nicht kaputt machen? Ah, nee. Okay. Schade. Schadrum. Oh, was ist denn das? Da gehen wir jetzt rein. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Da ist wieder... Oh, die Strömung ist zu stark.
Okay, aber da müssen wir auf jeden Fall rein. So, so viel wieder zum Thema. Die Person, die mir am Anfang des Videos gesagt hat, hey, so und so kannst du das mischen und so kannst du dir die teuersten Rezepte anzeigen lassen und einmal noch, mach keine Mission und fischen gleichzeitig. Und ich mach genau das. Nu in a nutshell. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier rausgehen nach oben. Genug gesammelt. Dann können wir nämlich morgen zu dem Typen gehen, unsere Waffe verbessern, die Materialien sammeln, gute Waffen haben. Und dann können wir da runter. So, let's go up. So, dann können wir hier einfach wieder hochgehen. Das mache ich auch immer so. Man hört nie auf andere, bis man merkt, dass sie recht hatten. Ich will ja nicht sagen, dass ihr Unrecht habt. So. Boot. Geil mit dem Portal. Mit den Portalen wäre das ein Unding. Was so kleine Dinge in Games anrichten können, dass es doch ein cooles Game ist. So. Okay. Oh, du hast ein Foto von... Oh ja, eine Riesenkralle. Die Tentakel sehen aus wie die Mähne eines Löwen. Hörst du auch etwas knurren? Ha, war ein Scherz. Geil, Bonus. Geil. So. Oh, stimmt, heute ist Lachstag. Schwertfischtag. Da kommt wieder der mit seinem geschäberten Ding daher. Wow, das ist ein fieser Sturm heute. Oh, du schon wieder. Suchst du wie üblich nach einer Bosskarte? Ho, ho, ho. Ich habe heute die Energie von etwas extrem Mächtigen gespürt. Ich kann dir heute nicht helfen. Wirbel, denk an die Wirbel. Nee, den helfe ich heute auf keinen Fall. So. Okay. Dann gehen wir mal richtig schön farmen. Stimmt, ich war in meiner Fischzucht gar nicht mehr. Das sind so Sachen, die vergesse ich komplett, weil die mir eigentlich so wurscht sind. VIP-Gast ist Alex, der Fischbrater. Hallo allerseits, schön dich wiederzusehen. Da ist er wieder, wie aus dem Nichts getaucht. Die letzte Folge von Bezwing den Koch war so heiß wie geschmolzene Lava. In der heutigen Folge haben wir einen neuen Herausforderer. Darf ich vorstellen, Alex Cooper. Ah, du musst der Sushi-Koch sein, der Wang Pang im letzten Kochduell geschlagen hat. Ich hatte ein schickeres Restaurant als dieses erwartet. Oh, der Herausforderer provoziert den Champion. Das heutige Thema ist Brate das Meer. Sowohl Japan als auch das Vereinigte Königreich sind für ihre frittierten Gerichte bekannt. Ihre Gerichte sehen zwar ähnlich aus, sind aber jedes auf seine Weise authentisch. Wessen Gericht wird den Gaumen von Vincent und zum Richter erfreuen? Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Wie zuvor bekommt ihr 2 Tage. Wie die immer herkommen und uns einfach herausfordern und wir haben gar keinen Bock drauf. Ciao, Kollege. Uff, diesmal ist es leicht. Deine gebratene Seebrasse oder schwarze Tigergarnelen werden den Sieg davontragen. Okay. Ich wähle Tiefseefisch. Okay, den muss ich dann wiederholen, ne? Das wird ja geil. Aber warum? Es ist ein bekanntes Rezept. Ich habe das Küchenmesser in die Hand genommen, um neue Zutaten und Geschmäcker des Meeres zu entdecken. Das Fleisch von Tiefseefischen ist normalerweise weich. Aber du kennst dich nicht mit Tiefseefischrezepten aus. Keine Sorge, ich koche das Beste, was es gibt. Die heutige Hauptzutat sind Zigarrenhai, Vampirkalmar und Winteria-Teleskoper. Die ehrgeizigsten im Programm. Habe ich die schon alle? Ich habe keine Ahnung. Ja, es fehlt nur noch der Vampirkalmar. Die anderen habe ich alle schon eingesammelt. Okay, Leute, jetzt müssen wir einmal gucken, ob wir hier was Geiles freischalten. Da, das Let's Go. So, jetzt einmal hier die besten Sachen. Einmal haben wir hier den Schwertfischi. Den veredeln wir jetzt. Das ist einfach nur Hering. Machen wir aber auch mal. Boah, der ist gut. Boah, der ist richtig teuer. Das ist der von unten. Ab mit dir auf das Gericht.
auf die Karte. Da, das haben wir auch einmal. Kann man das irgendwie krass veredeln? Oh ja, das veredle ich jetzt aber richtig. So, und wie viel? Oh nein, das kann ich nicht machen. Ich bin so dumm. Tell me, how am I supposed to live without you? Naja, egal, dann pimpen wir den jetzt. Gibt auch gut Geld. So. Kann ich nochmal veredeln? Nee. Dann packen wir den jetzt Autokochen hier auch drauf. So, was gibt es noch so? Der Hammerhai. Gibt auch gut was. Packen wir auch drauf. Sonst gibt es gar nicht so viel. Hier, was ist das? Ist ja eklig. Ja, ja, nicht schlecht. Okay. Auto kochen. Du kannst es sortieren. Stimmt, Z. Und sortieren möchte ich nach Preis. So, das haben wir jetzt auch endlich mal gemacht. Das hier. Aber das macht der, da macht er 6 Portionen. Das ist halt schon sehr viel, finde ich. Da haben wir auch nicht mehr viel. Aber wir packen jetzt den noch drauf, weil der ist jetzt eh bald aus. Den können wir auch noch veredeln. Den nicht. Können wir das veredeln? Nee. Den können wir aber veredeln. Fühle dich veredelt. So, dann packen wir den drauf. Okay, noch was. Blobfisch. Dann packen wir den noch drauf. Ja, wir müssen echt mal diese ganzen... Also gerade zum Beispiel diese eine Suppe. Wo ist denn die? Die ist jetzt wieder leer. Wegen Miso. Ach, verdammt. Man muss echt aufpassen, was man so... auf einmal an Rezepten annimmt. Verdammt. Okay, dann let's go. Die sind alle richtig happy. Die holen sich jetzt alle den... Ja, die holen sich jetzt eh alle nur den. Eigentlich hätte ich es wissen sollen. Es ist eigentlich nur der Schwertfisch immer. Obwohl, nee, es geht. Es sind auch noch andere. Aber den jieten die richtig leer, ey. Holy moly. Tipp, der wird richtig leer gejietet sogar. Helft mir, Leute, helft mich, komm nicht hinterher. So, ich muss nochmal... Gott, Hilfe, es wird zu viel, es wird zu viel. Ich sehe es schon, es wird zu stressig hier. Wieso bleibe ich denn stehen? Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich muss jetzt wieder mein Wasabi nachfüllen. Ohne Wasabi geht nämlich hier gar nichts. So, wir wollen keine unglücklichen Menschen hier sehen, Leute. Wird das erstes Aggro? Ich glaube, ich gebe den da hinten zuerst was, obwohl... So. Muss hier mal säubern. Sonst kommen keine neuen Leute. Schau mal in die Cookstar-App zur Verbesserung. Ja, hast du voll recht. Man vergisst immer so viel. Das Spiel bietet so viel. Ich vergesse da immer so viel. Auch diese Fischfarm. Komplett vergessen. So, schnell, der letzte Kunde. Oh Gott, das Bier. Oh Gott, hass mich nicht. Weil sie sieht mich schon kommen und wird aggro. Puh, ey, was ein anstrengender Tag. Aber wie viel Cash wir jetzt haben. Puh. Das war, glaube ich, der krasseste Umsatz. Yeah. Look at this. Yes. Auftrag gescheitert, egal. Es muss auch mal was scheitern im Leben. So, da Lächeln, guck's da. Dann machen wir einmal Like. Like. Aufstieg. Ich würde gerne aufsteigen. Wieso kann ich eigentlich nicht aufsteigen mehr?
Was fehlt hier noch? Bester Geschmack. Ach, da fehlt noch ein bisschen was. Dann haben wir Diamond. Shine bright like a diamond. So, jetzt möchte ich einmal mein blödes Messer nochmal verbessern. Ach, den kann ich auch pimpen. Ach so, ich muss den tatsächlich pimpen, sonst kann ich gar nicht weiter runter. Was mache ich denn jetzt am besten? Wenn ich das Messer verbessere, kann ich dann das Zeug unten abbauen? Nee, oder? Wahrscheinlich nicht. Ich mach's jetzt einfach so. Habe ich auch noch gar nichts. Gut, dann gehen wir mal runter. Ich glaube, hier upgraden kann ich gerade eh nichts. Nee, 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 nee. Und was mit das? Nee, nee. Okay, gut. Dann gehen wir runter zu den Seevolk. Ab in die Werkstatt, ab in die Werkstatt. Meine Freunde. Ja. Ab in die Werkstatt, die kleinen Stinker. So. Dim, 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 dim. Was braucht die denn? Wieso hat die schon wieder ein Fragezeichen? Habe ich das schon erledigt? Die Aufgabe? Wahrscheinlich braucht die irgendwas, was ich in meinem Inventar habe, oder? Bei Fragezeichen ist ja, dass man es durch hat. Ja, tatsächlich. Geil. Oh, jetzt kann ich mir hier Sachen kaufen. Yay. Yay. Geil, die macht mir jetzt Essen. Boah, geil, so Dumplings. Oh, yes. Wow, das ist super lecker. Ich bin voller Energie. Oh, das ist nicht nur ein Gefühl. Sie gibt dir täglich Energie. Jede Teigtasche hat eine andere Füllung. Such dir eine aus. Oh, und der Effekt der Seetang-Teigtaschen lässt nach, wenn du das Wasser verlässt. Okay. Mamas Restaurant. Neuer Inhalt. Ah. Können zweimal täglich bestellt werden. Einmal morgens, einmal abends. Teigtaschen haben einen besonderen Effekt, der anhält, bis du das Wasser verlässt. Cool. Dann gucken wir mal, was passiert. Oh, ich bin jetzt schneller. Schaut mal. Ich hab einen Boost dran. Geil. Ich bin jetzt noch viel schneller. Boah, nice. Ich hab so Hunger. Don't play this game when you are hungry. Wie viele Stunden ich das schon spiele? Puh, ich glaube jetzt schon 12. Oh, ja, ich fühle mich etwas besser, nachdem ich deinen Korallenbrei gegessen habe. Bestünde die Möglichkeit, ich habe mich gefragt, ob du Mineralien für mich einsammeln kannst. Mineralien? Welche Art? Die Sache ist die, ich brauche eine ganze Menge davon. Das ist ein Opal. So nennen die Menschen es. Es ist ein Mineral. Okay, ich glaube, ich habe welche in der Tiefsee gesehen. Ich sollte warten, bis du Wahn sich erholt hat und dann erst nach Waffenmaterial fragen. So. Sieh an, du hast alle Zutaten gesammelt. Ich schätze, ich muss mich bei dir bedanken. Was? Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Nun, ich sollte mich jetzt auf die Arbeit machen. Aber die Frucht des göttlichen Baums wird benötigt, um Mineralien zu schmelzen. Die Hitze hat sich verflüchtigt, weil ich sie zu lange allein gelassen habe. Ich muss zum göttlichen Baum gehen und ein paar Früchte holen. Ich fühle mich immer noch nicht fit genug, um das allein zu tun. Ich habe gehofft, du könntest mir helfen. Du sprichst von dem großen Baum hinten im Dorf. Was muss ich tun? Du wirst mir helfen? Ich werde dich führen. Folge mir. Oh, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Nicht wahr? Ich heiße Duva. Sicher, Duva. Gehen wir und holen uns die Frucht des göttlichen Baumes. Geil, ich hatte das einfach schon. Laut Gnus Profil 16 Stunden spiele ich schon. Wow. Crazy. Oh, aus der Nähe ist es wunderschön. Ohne den göttlichen Baum hätte unser Volk nicht überleben können. Das verdanken wir König Longs Opfer. Wie dem auch sei, bringen wir die Frucht des göttlichen Baums zurück. Pflück die Frucht des göttlichen Baums und lege sie in den Korb. Mein Körper hat sich noch nicht vollständig erholt. Bitte bring mir 5 Früchte. Okay, let's go. Oh nein. Okay, schaffe ich. Oh, nein, was machst du denn? Bleib doch stehen, Brudi. Warum bewegt er sich denn? Brudi, wir sind ein Team.
Weißt du, es ist ein Minigame, aber du musst jetzt nicht so einen hier auf Tryhard machen. Oh. Weißt du, er sagt, er ist nicht ready, aber hebt den schwersten Korb überhaupt. Okay, mein Freund. Die Kugeln fallen gleich durch. Bitteschön. Success! Großartig, das sollte reichen. Es wird Zeit, zur Werkstatt zurückzugehen. Nice. Süßes Minigame. Warte, bist du auf dem Weg zum Gletscherbereich nicht... bist auf dem Weg zum Gletschereis, nicht wahr? Ja, ich muss die Wurzeln des göttlichen Baums untersuchen und herausfinden, was das Erdbeben verursacht. Hier war es früher sehr friedlich, aber das Ökosystem ist jetzt sehr instabil und die Lebewesen werden immer aggressiver. Ich werde heute den Shop einrichten. Komm morgen vorbei. In Ordnung, überfordere dich nicht. Neue Öffnung der Werkstatt. Okay, geil. Schau dich im Gletscherbereich um, rede mit Duwam. Okay, das heißt, morgen kann ich wiederkommen. Das heißt, ich kann jetzt aber auch keine Mineralien absammeln, oder? Kann ich die jetzt schon sammeln? Mit meiner Stufe, verbesserten Stufe-Waffe? Das teste ich jetzt mal einfach. Ansonsten schlachte ich da unten noch Fischer. Oh. Gehobenes Trolling. Außerdem bin ich jetzt viel schneller. Ab zum Gletscher. Okay, wenn ich das Messer verbessert habe, geht das. Ja, das ist ja nice. Dann probieren wir das jetzt mal. So. Was gibt's hier so an Waffen? Nö, gib mir wieder meine alte. So cool, wie sich dann auch die Musik anpasst. Okay, was gibt's hier wieder? Der Haifisch ist doch bestimmt auch wieder am Start, oder? Bringt das eigentlich was, wenn ich die Kisten noch öffne? Ich habe manchmal so das Gefühl, da kommt dann, wenn ich Glück habe, nochmal so eine andere Waffe raus. Okay, der Hai hat keinen Bock mehr. Schwarzer Essig. Why so aggressiv? Hey Kollege, ne? Das merke ich mir aber. Mir geht's gut, ja. Ich hoffe euch auch. Kann ich das jetzt auch abbauen oder erfriere ich da wieder? Oh nice. Aquamarin. Schön. Cool, jetzt geht's. Bin so schön schnell jetzt. Ist richtig geil. Durch die Dumplings von der Oma. Mayonnaise unten in 500 Metern Entfernung. 500 Metern Tiefe. War doch noch irgendwo so ein Orangener. Wo war denn der? War irgendwo oben. Oh, was ist denn das? Rüstung, ein Dorsch. Problem ist, ich hätte gern wieder mein Messer, sonst kann ich doch nicht das Zeug zerstören, oder? Mit dem Dorsch. Shit, kriege ich mein Messer wieder? Bitte? Liegt es da vielleicht noch? Nein, mein Messer. Ist doch nicht deren Ernst, oder? Und die ganzen Fische sind auch gar nicht mehr am Start. Kann ich irgendwie das auch wieder wegschmeißen? Vielleicht hilft ja der Dorsch beim Abbauen. Ich hoffe zumindest. So, irgendwo hier war doch noch so ein bernsteinfarbener Stein. Ah, hier, nee, den habe ich schon geholt. Na, super. Über Escape müsstest du Dorsch wegschmeißen. Ah, okay. Wegwerfen. Ach gut, danke. Ich dachte schon, das wäre alles umsonst gewesen. Jetzt! So, hier unten muss jetzt
irgendwo dieser Bernstein sein. Da will ich eigentlich hin. Ach, der ist jetzt gar nicht da, weil der jetzt dafür da ist. Ah. Das wechselt also auch durch. Ah. Wofür ist eigentlich die Schaufel? Was schaufel ich denn da aus? Ich glaube, runter kann ich jetzt eigentlich theoretisch tauchen. Oder auch nicht. Nee, mein Anzug. Aber meine Luftflasche würde es packen. Irgendein Fisch fehlt mir doch für das Rezept. Was war denn das nochmal? Ich wollte den haben, bitte. So, gucken wir noch mal unten. Irgendwie gibt es hier kaum Sachen zum Einsammeln. Das wundert mich eigentlich. Ich habe eigentlich gedacht, hier gibt es voll viel Materialien. Oh, den Scampi. Kannst du bitte hochkommen, Scampi? Scampi, komm hoch, komm hoch, komm hoch, du kleine Sau. Verdammt. Komm, die paar Meter kann man doch wohl nach unten gehen. Vampir-Kalmar, stimmt. Der ist ja irgendwo oben. Den hole ich mir jetzt. Da war ja was, genau. Sehr gut, dass du es sagst. Und irgendwie hat es hier gar nicht so viel Materialien, die man abbauen kann. Ich bin... Ah, da, genau. Den wollte ich noch haben. Bin überrascht. Ey, Kollege, was ist dein Problem? Ja! Süß, ich habe einen kleinen Seedrachen. Cute. Oh. Small und süß. Cute. Ich hätte gern Miso. Oh, da ging es weiter. Da war ich auch noch nicht, oder? Oh. Dann kann ich, glaube ich, kleine Fische fangen, kann es sein. Oh, cool. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich nice. Geil, dann hole ich mal die ganzen neuen Spezien mal hier ran. Das ist natürlich nice, du. Ist hier noch irgendwer, der Bock hat? Du da? Ja, die ist cool. Weil da kriegt man die halt echt in Stufe 8 mit 5 Sternen. Das ist schon geil. Ganz frischi, Leute. Nur für euch. Ganz frischi-fischi. So, du kommst auch nochmal mit. Muss ich den sauber rubbeln oder ist der schon sauber gerubbelt? Ah, den muss ich noch sauber rubbeln. Gar nichts. Okay, doch nicht. So, gucken wir mal, was hier so steil geht. Was ist das? Oh. So viele tolle Dinge, die man hier einsammeln kann. Okay, dann holen wir uns nochmal diesen Oktopus und gehen hoch. Octopus! Irgendwie gar keine richtig großen Fische heute hier da gewesen. Voll ernüchternd. Ich wollte eigentlich ermorden. Oh, hier war ich auch noch nicht. Nee, braucht man nicht. Oh, da ist doch was oben. Ich hab's gesehen. Und eine Inschrift. Oh, sag mal, Kollege, was ist denn los mit dir? Gedodged. Dafür kommst du heute auf mein Menü. Was? Nein! Was? Nein, nein, nein. Das ist nicht dein Ernst. Shit. Nein, nein, nein. Abbrechen. Shit. Das ist nicht dein fucking Ernst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe meinen scheiß Luft total vergessen. Wie dumm. Oh mein Gott.
Oh, das ist maximal belastend gerade. Ich habe nicht mehr auf meine Luft geachtet. Komplett vergessen. Aber wir können jetzt trotz allen schlechten Nachrichten die machen. Die Netzkanone. Die mache ich jetzt. Als Frust. So. Die Warnung habe ich komplett nicht gesehen. Was gibt es denn ja nicht bei der Netzkanone noch so? So wenig Material, ein Seil. Und dann kann ich den Radius vergrößern. Das ist geil. Aber egal. Wir gehen nochmal runter. Ich hätte jetzt aber gerne wieder meine... Ja, die ist gut. Ab in die Gletscherspalte. Dann brauchen wir jetzt diesen dummen Oktopus. Und ich hole nochmal die Materialien, weil die brauche ich ja sowieso. Vielleicht ist ja auch nochmal ein Eishai da. Also wir müssen da jetzt echt drauf achten. Ich verziehe euch mit in die Verantwortung. Ihr denkt euch so, lass mich in Ruhe. So, kann man ja auch rüber? Ah ne, genau, das ist ja hier. Ich glaube, der Oktopus ist hier gar nicht am Start. Aber hier drüben war auf jeden Fall schon mal das Material. Das ist immer am selben Platz. Deswegen gehe ich da direkt mal rüber. Dieser kleine Arsch, ey. Da, den bringe ich jetzt um. Du wirst jetzt ermordet. Schön in den Ass. Komm schon, greif doch an. Oh, tut's dir weh, hä? So, du wirst jetzt ausgeweidet. So, relativ gut. Gutes Fleisch. Wird Fleisch. So, den holen wir uns jetzt auch wieder, den kleinen Racker. Okay, ich brauche jetzt aber schnell wieder Luft. Da vorne ist Luft. Oh, eine Tür. Und da ist eine Steinplatte mit einer Text, mit einem Text. Ich sollte ein Foto machen. Erstmal Luft. So. Okay. Das Foto reicht aus. Ich sollte es umgehend Dr. Bacon zeigen. So, jetzt holen wir uns noch diese Smaragd-Dinger. Und dann sind wir glücklich. Und der Oktopus ist weiter oben, kann das sein? Der war... irgendwo anders. Ja, das ist das Problem, wenn man zu viel Energy hat. Dann vergisst man komplett, dass man kurz vorm Abkratzen ist. Mann. Hatte ich so viele tolle Sachen. Aber. Oh. Zwei sogar. Nice. Cool, da kann man auch mehrere sammeln. Cool. Dann gucken wir mal, ob wir die irgendwie zusammen eincatchen. Da, da oben. Oh, shit. Catch me if you can. Der hätte ich auch noch gerne einen. Bam. So, dann gehen wir jetzt rüber. Nein, das Einhorn. Schluss mit Einhorn. Okay, hat sie noch irgendwo vielleicht eine... Blubberblase für mich. Oh, da ist wieder ein Smaragdi. Auch sehr gut. So, nice. Dann gehen wir schnell rüber. Gucken noch, dass wir diesen blauen Smaragd nehmen und dann irgendwo den Oktopus noch finden. Oh. Genau, ab in die Hitze mit dir.
Ah! Nein! Oh, jetzt muss ich aufpassen. Nicht unvorsichtig werden. Stirb! Bitte. Stirb! Oh Gott. Uhuhuhu. Ach komm, den hole ich so ab. Der ist mir jetzt zu schwer. Dann ist der schon mal safe. So, gesaved. Gib mir eine Muschel. Schnell. Bitte. Hallo an alle Stinkies. Ich bin immer noch am Suchten. Das geht heute schon eine ganze Weile so. Oh nein, das ist dann auch so ein dummer... Oh, Kacke. Das kann ich nicht machen, da werde ich sterben. Ich muss kurz hoch. Nach einer anderen. Die sind überall Gegner, ne? You are mine. Hä? Achso. You are mine. Das kann ich doch eigentlich auch mit dem großen Dude da unten machen, oder? Geht das? Dann kann ich nämlich auch an meine Muschel. So, komm mal her, Kollege. Du wirst jetzt... Oh, shit. Oh Gott, Hilfe. Oh nein, bitte tu keinen Scheiß. So, oh nein. Houston, we got a problem. Komm jetzt. Jetzt brauchst du dich auch nicht verpieseln, du Sack. Okay, jetzt schnell Luft. Luft, 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 Luft. Oh Gott, ätzend. So, puh. Puh. So, Fleisch. Okay, jetzt so schnell es geht noch ein Oktopus und dann hoch. Die Community dreht schon durch. Sauerstoff, Mann, Sauerstoff. I know, I know. Ich hätte schon noch irgendwie gern... Was Tolles damit jetzt gefangen? Gibt es da unten noch irgendwas anderes, was ich noch mit meinem Netz fangen kann? So eine Gurke. Ich wollte schon immer so eine Gurke. Oh, nice. Voll viel. Super. Super. Okay, dann hätte ich gerne wieder das hier. Dann gucken wir mal unten, ob wir diesen Stein noch mal finden. Und dann verpiesle ich mich nach oben. Versprochen. Versprochen. So, Waffe. Muni. Geil. Ja, damit. Yay, yay, yay. Das war doch okay. Also jetzt haben wir echt schon wieder viel eingesammelt. Ja, wollen wir. Hier ist nix. Nochmal schnell hoch. Ja, habe ich jetzt tatsächlich vorhin echt die Zeit vergessen. Ich glaube es ja nicht. Ups. Es kommt davon, wenn man zu viel Energie hat und Leben, dann schaut man da nicht mehr nach. So, den wollte ich noch. Dann haben wir wieder alles. Dann weg hier aus diesem Höllenloch. Eigentlich wollte ich gerne noch den blauen, aber hey. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Ich glaube, hier gibt es leider auch keinen mehr. Nee. Leider nicht. Kommen wir irgendwie nicht raus. Ich will nach Hause! Ah, da ist ja nochmal ein Stein. Geil. Warum komme ich da jetzt nicht ran? Ah, jetzt. Genau, das wollte ich. So. Okay, ab nach Hause. Ab nach Hause sofort. Ab. Sofort. Alles abziehen. Jetzt bin ich schon wieder hier. Oh je. Komme ich denn jetzt hier raus? Ich glaube, das Problem ist, warum die ganzen Stachel hier sind. Wir werden nachher die Strömung so stark umdrehen, dass wir gegen die ganzen Stacheln fallen. Deswegen sind die nämlich auch alle da. Es wird richtig ätzend, da reinzukommen.
Kommt schon, ihr kleinen Schweine. Ihr wollt doch auch aufgeschlitzt werden. Schlitz. Oh, meine Tochter kann sich fassen, dass sie dich live sehen kann. Hallo. Wie süß. Ist das süß. Oh, hier war ich noch nicht. Wir sind endlich draußen. Oh Gott. Finally did it. Okay. Den nehmen wir auch noch mit und dann gehen wir. Was ist das? Oh, Blitzharpune. Stufe 4. Boah. Geil. Hey, du dummer Shark. Komm mal her. Ich hab da was für dich. So, und jetzt kriegst du noch diesen wunderbaren... Oh, das war dumm. Oh, sogar getroffen. Aha. Das war ein schneller und schmerzhafter Schlaf. Okay. Ab nach Hause. Und noch vielleicht Oktopus. Aber ist der jetzt vielleicht der Vampir-Oktopus? Wann kommt der Typ? Erst in 2 Tagen, ne? Ich habe ja theoretisch noch Zeit für den. So viel gelootet, dass ich ein bisschen Schiss habe, dass ich jetzt sterbe für so einen blöden Vampir-Oktopus. Wo war der nochmal? Wie komme ich da nochmal hin? Der war, glaube ich, wenn ich zum Seevolk gehe und dann einfach in die Tür gehe, dann müsste der da eigentlich direkt kommen. Steht eigentlich Mr. Hobbs Playhouse auf deiner Liste. Steht drauf, aber irgendwie hat mich das auch nicht so umgehauen. Ich finde, da gibt es ein paar bessere, die eine geilere Story haben, tatsächlich. Und irgendwann war es dann... korrigiert mich, aber von der Story fand ich es dann auch nicht mehr so cool. Ich liebe halt so 2D-Games, wenn sie auch eine geile Story haben oder irgendwas haben, was packend ist. So, dann gehen wir da mal rein. Da war das nämlich. Dann holen wir den noch uns und dann hoch. Nach Hause. Vielleicht ist jetzt hier so ein fetter... Ah, nee, doch nicht. Okay. Ein Coca-Cola-Megadon. Nennt ihr immer Coca-Cola-Megadon. So. Ein Gespensti. Da hätte ich auch noch gerne einen, die sind so süß. Oh. Oh. Ah, hello, my friend. Ich hoffe, du lässt dich hier nicht. Genau, du eliminierst alle deine Freunde. Das ist aber gar nicht nett. Eingepackt. In die Tasche. Nehme euch noch mit. Könnte ich so ein bisschen selber on fire hier machen. Alle in die Tasche stecken. Weißt du, die leben hier so voll das cozy life und dann komme ich und nehme die einfach alle gewaltvoll mit. Hey, du kleines Schwein. Kannst du doch nicht einfach wehren. Hey, das ist so OP. Okay, jetzt reicht's aber. Sind die Taschen voll. Ab nach Hause. Ab nach Hause. Genau, hoch mit mir, hoch mit mir. Ja. Ja, 60 Second Parasex habe ich schon gespielt. Das habe ich schon gespielt. Das war auch geil. Das ist generell ein echt grausames Game, 60 Seconds. Es zeigt halt einfach, also wie schrecklich... teilweise lang, die in diesem Bunker sind, furchtbar. Ohne Essen, immer nur Tomatensuppe. Ey, ich würde da durchdrehen. So, ab nach Hause mit vollen Taschen, die das Leben schöner machen. Tod. So.
Dr. Bacon, kannst du dir das Foto anschauen? Oh nein, eine antike Steintafel. Aber es ist sehr alt und stark verwittert. Egal, es sollte reichen, um das Diktiergerät zu benutzen. Könntest du das Foto für einen Moment halten? Okay, entschlüsseln. Das ist lustig, diese kleinen Minispiele, immer so geil. Ich liebe es einfach. Muss es tatsächlich bewegen, ne? Sonst lädt sich das nicht hoch. Oh, da muss noch irgendwo was sein, was ich noch nicht angelinst habe hier. Oh je. Komm schon, gib mir die 1% noch. Holy shit. Das Braune wegmachen? Nee. Geht tatsächlich nicht. Jetzt Schlüssel ja schon. Muss jetzt noch irgendwo ein Buchstabe sein, den ich hier nicht vollkommen angeglupscht habe, oder wie? Ah, jetzt. Wow. Sehr gut, ich kann es lesen. Das scheint eine Art Zauber zu sein. Die Buchstaben sind mir nicht bekannt. Warum fragst du nicht das Seevolk? Es muss jemand geben, der sich mit Kryptologie auskennt oder Kryptographie. In der Ruhe liegt die Kraft. Absolutely. So, ein alter Zauberspruch. Ich erinnere mich, dass ich im Tempel des Seevolks viele alte Bücher gesehen habe. Niamo könnte helfen. Yes, Mann. Gib mir meine ganzen Sachen. Ja, ja, ja. Ganz viel kranker Fisch. Und man muss natürlich alles essen. Okay, gucken wir auf die Farm. Ich glaube, da geht... Da muss man auch mal kurz mal vorbeiklupschen. Ich glaube, ein bisschen Zeugs brauche ich da auch mal wieder. Yes. So, hier ist alles so voll runtergekommen. Ich habe mich um nichts gekümmert. So, passt. Ciao. Sushi. Okay, gucken wir mal, können wir nichts Neues erlernen. Wir machen jetzt mal wieder das auf jeden Fall ohne Autokochen. Das sind halt 6 Portionen. So, da packen wir drauf. Autokochen. Hier diesen Hai, den haben wir auch echt richtig schön zerstört, unten in den Tiefen. Den können wir auch nochmal veredeln. Let's go. Den packen wir auch drauf. Der hat mich so genervt, der wird heute verdaut und ausgekackt. So. Why not? Man muss eigentlich echt immer nur noch unten fischen gehen. Die bringen so viel mehr Cash als alles, was oben schwimmt. Leider kein Miso gefunden, ne? Nee, den packe ich jetzt drauf. Der wird nicht mehr Auto kochen. Okay. Auto kochen. So, das reicht dann heute auch mal. Mehr muss nicht auf die Karte. Let's go. Eat. Okay, macht euch bereit. Die Fresse gekommen. Dass diese Piraten mich immer noch nicht angegriffen haben, nach dem, was ich gemacht habe. Faszinierend. Schnell. Bitteschön. Boah, jetzt geht's aber ab hier. Okay, ich brauche wieder Wasabi. Shit, das wollte ich jetzt nicht bringen. Oh Mann! Ich hasse das, wenn die ganz hinten sind. So, jetzt aber schnell Wasabi nachfüllen. Ist gleich aus. Und die Sachen auch gleich mal putzen. So, okay. Und Wasabi nachstopfen. Yes, let's go. Okay, dann kann ich hier nämlich auch... Oh Gott, die tun es... Die Leute, die servieren, packen das hier irgendwie alles gar nicht weg. Das ist so nervig. Dadurch kommen auch keine neuen Kunden.
nicht abgeräumt ist. Vor allem, dass die immer alle einzeln essen kommen. Die kommen nie in Gruppen. So. Das gibt wieder richtig Cash. Du da, du da. Genau, bringt ihr das denen? Ich habe keine Lust. Mit so weit weg. Was dürfen die jetzt machen? So. Fertig, dann. Badadada. So, ich mach nichts mehr. Ihr könnt es jetzt noch servieren. Wunderschön. Ist alles leer gegessen worden. Perfekt. Alles leer gefressen. Toll. Okay. Kann man das Spiel auch ohne Stress im Verkauf spielen? Es ist gar nicht stressig. Ich dachte anfangs auch so, oh nee, gar keinen Bock. Aber es ist echt cool. Es macht echt Spaß. Es wirkt stressiger, als es ist. Man hat es dann echt im Überblick. Und dann macht es wirklich, wirklich viel Spaß. VIP-Besuch. Wir haben ja alles für den. So. Hier ist eine Nachricht gekommen. Sollte ich es mir einmal ansehen? Hallo Leute, hier ist das Tourismusgremium. Blaues Loch. Laut dem Nationalen Wetterdienst wird das blaue Loch 3 Tage lang von einem Sturm heimgesucht und erstaunlicherweise melden Leute, dass eine Vielzahl von Haien in den Küstengebieten gesichtet wurden. Das Gremium hat beschlossen, diese Gelegenheit zu nutzen, um ein neues Tourismus... Oh geil, Sturmhai-Party. Boah, Haie töten. Boah, es ist pervers. Kaum sind viele Leute da, werden die Haie da, werden die direkt gekillt. Eis kann ich holen. Ei gibt's auch. Brauche ich gerade alles nicht. Ich brauche eine bessere Tauchausrüstung. So, das ist Max. Das sind 2. Ja, nee, ich warte noch, bis ich das verbessern kann. Gut, dann gehen wir einmal nach unten zum Seevolk. Let's go! Und es geht wieder los! Einfach Sharknado. Stimmt! Sharknado, ey. Geil. Ich könnte eigentlich auch wieder bei der Mama so ein schnelles Ding essen. Das mache ich für den Endboss-Fight dann. Bam, 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 bam. Dim, 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 dim. So, bra. Hust, mir geht es immer noch nicht gut, aber gut genug, um die Werkstatt wieder zu eröffnen. Eine Seevolk-Werkstatt. Nun ja, ich werde eine große Auswahl Mineralien anbieten, falls du Leute kennst, die sich mit Mineralien auskennen. Ach und, wenn du etwas im Meer findest, bring es zu mir. Klar, ich komme immer vorbei. Jedenfalls ist es gut zu wissen, dass es dir besser geht. Bin so nett. Geil. So. Werkstatt. Was gibt es hier so? Hier. Opalkelch, wofür braucht ihr das alles? Lavascheibe. Eine runde Scheibe. Fragmente. Verkaufen, kaufen. Aber was, woher weiß ich jetzt? Zeige Niamo den Inhalt der Steinplatte. Ah, genau. Da war ja noch was. Wo ist denn die? Ah, oben. Ah, das ist die Steinplatte, die ich gefunden habe. Ah. Glaube ich. Din, 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 din. So, was ist jetzt die nächste Aufgabe? Ich brauche doch irgendwie... Vielleicht hilft sie mir jetzt weiter. Ich glaube, ja. Ein bisschen löst... Löste. Voll die schöne Welt, so süß gemacht. Ich bin immer noch nicht mit dem Beluga gefahren, weil der Geld kostet. Warte, bis es Beluga-Ticket gibt. Suwam, was machst du hier? Ha, bist du überrascht? Meine scharfen analytischen Fähigkeiten kommen von den Büchern, die ich lese. Oh, es ist lange her, Mensch. Ich habe Bücher sortiert. Wie kann ich dir helfen? Kannst du einen Blick auf dieses Foto werfen? Hm, ich kann es in etwa verstehen. Wo befand sich diese Steinplatte? Vor einer großen geschlossenen Tür. So, so. Dem Buch nach gibt es 3 große Türen im Gletscherbereich. Und hinter diesen Türen befindet sich ein Schalter, der zum Kontrollraum des göttlichen Baums führt. Ich habe es analysiert und festgestellt, dass die Erdbeben durch den Kontrollraum des göttlichen Baums verursacht werden. Aktiviere alle Schalter und du wirst den Kontrollraum des göttlichen Baums betreten können. Das wird nicht einfach sein. Wie soll ich die große Tür nur öffnen? In der Literatur, die ich habe, da stand etwas über... Hier ist es. Man muss einen Zauber sprechen, um die Türen zu öffnen.
aber ich spreche nicht die Sprache des Seevolks. Oh, natürlich nicht. Dann, warum sprichst du dann nicht mit Suva mit... Ah, mit Suva mitnehmen, genau. Mensch, du kannst auch nichts ohne mich machen. Naja, es scheint, dass du Schwierigkeiten steckst. Ich reiche dir meine Hand. Oh, ich bin mir nicht sicher. Viel Glück, Suva. Möge Königs Slongs Schutz mit dir sein. Mach dir keine Sorgen um mich, Schlongs. Okay, geil. Das heißt, wir können dann in den Baum und da ist wahrscheinlich irgendein Monster drin, der das verursacht, nehme ich mal an. Hm. Ich sollte den Zauber sprechen, den Yama mir gezeigt hat. Schau zu und lerne, Mensch. Ganz genau. Wow, die Tür hat sich wirklich geöffnet. Ich bin beeindruckt. Endlich bist du dir meiner Größe bewusst. Du sagst, es sei ein Zauber, aber du musst auch nicht tanzen, um ihn zu öffnen. Oh, das... Ich musste tanzen, um im Takt zu bleiben. Ich verstehe. Sollen wir reingehen? Puh, meine Hüfte tut weh vom Tanzen. Leider musst du heute allein gehen, Mensch. Na klar, der hat immer nur Schiss, ey. Schisser. Jo, neue Region. Was kommt jetzt? Müssen wir 3 Türen öffnen. War das jetzt die erste? Hallo ihr Stinkies, ich bin immer noch im Suchtingfieber. So. Es muss drinnen einen Schalter geben, den Kontrollraum des göttlichen Raums zu bedienen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass diese Passage schwierig sein wird, aber ich habe keine Wahl. Ich muss vorsichtig sein. Dein Bauchgefühl also. Ich glaube, dass das gar nicht... Ein Teil dieses rotierenden Geräts blockiert den Weg. Ich glaube, ich kann das alleine starten. Okay, und wie? Ach, witzig. Oh, das Gerät funktioniert. Ich muss ihn ausweichen. Was sonst, mein Freund? Gadja. Den Stein lasse ich liegen, Leute. Sorry. Not today. Diese Passage unten ist von Eis blockiert. Ah, okay. Flipper. Flipper. Aber zuerst geier ich mir den Stein da hinten. Was auch immer das ist, eine Schale. Okay, und wie... Ach, da muss ich dann den Stein reinschmeißen. Oh Gott. Okay. Das passt schon mal nicht. Okay, verkackt. Mal gucken. Wo muss denn der Stein... Wo muss denn die Kugel überhaupt hin? Müsste doch jetzt eigentlich passen. Sehr gut. Stray Kids sagt mir was. Boah, wie gruselig. Ich hätte so Schiss an seiner Stelle, echt. Keine Ahnung, ich folge mal den Fischen. Das war ein Fehler. Hab ich vertraut. Oh, was ist denn das da unten? Bitte hau ab. Du kleiner frecher Sack. Ey, wie viel die aushalten. Was bist du? Ein arktischer Teleskopenfisch. Nervig. Und dieses kleine süße Dino nehme ich mit. Hopp. So. Ruhe jetzt. Ruhe bitte. So viele Fische, die ich gerne mit meinem Netz einsammeln würde. Oh, hallo. Oh, da ist wieder eine Steintafel. Oh, noch ein Raum. Das ist eine Statue von König Long. Und die Haltung ist etwas weird. Ah, die muss ich jetzt nachstellen wahrscheinlich. Von König Schlong.
glaube ja. Oder noch ein? Noch ein? Ja, oder noch ein? Ja, so glaube ich. Ihr müsst sagen, wenn meine Heilung nicht mehr so... Ich glaube, der guckt in die Richtung. Wenn ihr merkt, dass... dass meine Luft ausgeht. So, oder? Was ist das Problem? Kann ich das hier irgendwie noch aktivieren? So, oder? Ist was falsch? Du musst die noch ein bisschen nach unten. Ich glaube, das passt doch so. Katsching. Oder muss ich hier noch irgendwie was drehen? Dieser Kopf dreht sich nicht weiter, aber hier oben leuchtet es irgendwie so komisch. Der rechte Arm muss hoch. Noch höher, meinst du, oder noch weiter runter? Ich glaube, dass das so stimmt. So. Der Arm muss weiter runter. Ja. Oh. Da tut sich was. Das sind die drei Tore und dann geht's ab. In den Keller. Oh wow, das ist wirklich die Technologie des alten Seevolks. Ich höre Geräusche aus der Ferne. Das muss die erste Vorrichtung sein. Wo ist die zweite? Oh. Der hat eine Ananas im Hirn. Oh, nice. Na, da sage ich mal nicht nein. Der Weg nach oben ist nun frei. Ich habe so Hunger. Wie komme ich denn jetzt darauf, dass ich Hunger habe? So, schön mal den Arsch anleuchten lassen. Okay, jetzt komme ich also raus. Aber wo ist das nächste Tor? Da geht es ja nicht weiter dann mehr, oder? Ich muss jetzt raus. Glaube ich. Oder? Muss ich hier weitermachen? Nee, ich glaube, das ist das Tor. Ich muss weitere Tore finden. Oh. Ananas. Genau, SpongeBob Schwammkopf. Ist es eine Anlehnung von SpongeBob? Wäre richtig witzig. Das wäre richtig ulkig. Ich glaube... Oder ist da alles drin? Weiß es jemand? Ich glaube nicht, dass ich da nochmal rein muss. Bin auf der Gamescom, ja, auf jeden Fall. Ich sag euch noch wann und wo. Ich schätze, die anderen Tore sind tiefer als 540. Aber wie komme ich da dann hin, ist die Frage. Das schätze ich nämlich auch. Also mehr habe ich ja nicht gefunden. Weiß es jemand vielleicht, der das Spiel schon gespielt hat? Das wäre eine interessante Information, bevor ich mich hier jetzt weiter entferne. Ob wir hier drin noch was finden oder ob wir woanders noch was finden müssen. Oder ob ich, weil ich habe jetzt auch gar keine Antwort bekommen, mit wem ich hier irgendwie reden muss. Das ist jetzt aber ein Tor. Mehr habe ich nicht gefunden. Da ist auch das Zeichen drauf. Ich glaube, dass wir hier nicht alle... Die sind woanders, ne? Aber wie komme ich runter? Das ist halt die Frage. Rede mit Tenzin. Ah, okay, ich muss wieder hoch. Okay. Tenzin! Hier irgendwie den Eingang verpasst? Oh. Den Mr. Shark nehme ich aber nochmal mit. Ah, ganz schön wendig, die Sau.
Der hat mich verloren. Kann denn das sein? Weil er benommen ist. Au. Skandalös. So, nehmen wir Fleischi mit. Und da gehen wir hoch. Yay! Okay, nochmal mit Tänzchen reden. Seevolk. Die, wahrscheinlich sind die jetzt unten und dafür brauche ich einen neuen Anzug. Würde ich mal fast sagen. Dankeschön für die lieben Worte, ist jetzt süß. Dass sie das auch nicht beunruhigt, dass ich als eine andere Spezies irgendwie hier so das komplette Gebäude platt mache. Stimmt, dass man auch mal den abholt, ist glaube ich auch ganz wichtig. Niamo hat mir die Geschichte erzählt. Der Kontrollraum des göttlichen Baums funktioniert nicht richtig und das verursacht das Beben. Ja, ich muss die drei Schalter bestätigen, um den Kontrollraum zu betreten. Ich habe bereits einen aktiviert. Gut gemacht. Es beschämt mich, dass meine Leute sich in dieser Angelegenheit für dich auf dich verlassen müssen. Schäm dich nicht. Die Erdbeben sind auch für uns ein Problem. Ich erinnere mich an etwas, das in einem der antiken Bücher geschrieben stand. Nachdem einige Arbeiter durch Ingenieur Dashes Pläne zu Gandons mutierten, schufen meine Vorfahren Schalter für den Eingang zum Kontrollraum und verteilten sie im Gletscherbereich. Diese Schalter wurden geschaffen, um die Sicherheit zu erhöhen, aber sie wurden zu Hindernissen, die den Zugang zum Kontrollraum verhinderten. Es ist immer noch kalt, aber die Hitze, die vom Boden kommt, bringt das Eis zum Schmelzen. Vielleicht ist der Kontrollpunkt überhitzt und bringt die Wassertemperatur zum Steigen. Stabilisiere das Gerät und die Wassertemperatur sollte sich wieder normalisieren. Entschuldige, dass ich so unhöflich bin, aber bitte beeile dich, bevor unser Ahnenhaus komplett zerstört wird. Es bleiben zwei Türen, ich werde sie finden. Ja, aber ich kann da doch gar nicht runter, ist doch zu heiß. Kollege. Kollege. Das geht ja ja nicht. Das ist kein Juckt. Einfach kein Juckt, dass ich da unten jetzt mein Leben riskiere. Oh, was ist denn jetzt los? Du hast es noch nicht gefunden. Was hast du gesucht? Ich habe das ganze Dorf gesucht, aber kein Glück gehabt. Was ist denn? Was geht denn hier vor sich? Ich glaube, der Beluga ist plötzlich verschwunden. Wenn er nicht im Dorf ist, könnte er durch die Türe auf die andere Seite der Gletscherpassage gegangen sein. Die sind neugierige Tiere. Du hast ihn nicht versteckt, oder? Warum sollte ich? In Ordnung, ich werde dir Bescheid geben, wenn ich ihn finde. Danke. Novang, Awang, was tut ihr? Geht den Beluga suchen. Der Beluga war, der ist wieder ausspionieren mit seiner Kamera. geil. Der verschwundene Beluga-Wal. Das ist jetzt meine Quest. Und wo ist der jetzt hin? Hier? Durch? Dadurch? Muss ja. Muss ja hier sein, oder? Wo soll es sonst sein? Oder ist es in der ganz kalten Gegend? Aber da kommt der gar nicht hin. I'm not sure. Geht's einfach mal runter. Oder ist der doch hier lang? Oh. Na, guten Morgen. Du Sack. Du gibst übrigens leckeres, teures Fleisch, deswegen komm mal her. Kollege. Voll gruselig ist der. Ah, du Schwein. Oh, shit. Jetzt ist er tot. Ah, nee, doch nicht. Scheiße. Jetzt reicht's mir mal mit dir. Okay. Ha, das war anstrengend. Gut, dann hätte ich ja eigentlich gleich in die dunkle Welt packen können. Ach, das Foto habe ich hier noch gar nicht gemacht. Ah. Oder doch? Ah, Frost abwischen. Okay. Oh, nochmal neu starten.
Wand in der Gletscherpassage 7. Hä, was ist denn da jetzt das Problem? Muss ich das ganz abwischen? Ach so, weil es so viel ist, ne? Ah, now I see. Okay. Jetzt. Bam. So habe ich das hier nicht gesehen. Das übersehen. Stimmt, da waren wir ja vorhin. Dich nehme ich jetzt mit. Kommst du her? Da kannst du noch so viel pupsen, wie du willst. Ach, verdammt. So, okay. Dann gehen wir mal hoch. Dann muss ich doch in die eine Welt reisen. So. Aus dem Weg. Ach du Schwein. Gut. Dann in die eine Welt reisen. Und der muss in der Eiswelt sein. Problem ist halt, ich brauche noch irgendwas, um in die letzte Ebene zu kommen. Weil die ist heiß. Ich würde mir wünschen, dass hier mehr von diesen Portalen sind. Tatsächlich. Mein Freund, nee, der meckert mich eigentlich nicht an, nur wenn ich zu viel pupse. Also weil du gefragt hast, ob er mich anmeckert, wenn ich Blähungen habe. Solange die Blähungen nicht zu schlimm riechen und drin bleiben, nicht. Aber das tun sie nicht. Polare Aalmutter. Bist du eine polare Aalmutter? Brr, es ist kalt. Mensch, deine Kleidung steht dir sehr warm aus. Warum gehst du nicht hinein und schaust nach? Du bist schwächer, als du aussiehst. Boah, erstmal gedisst. Ja, hier muss irgendwo der Beluga sein. Wahrscheinlich hilft mir der Beluga nach unten, kann es sein? Ich würde mal behaupten, der Beluga ist hier straight runter. Dich kleines, dickes Ding werde ich jetzt erstmal eliminieren. So. Gib mir dein Fleisch. 9 Kilogramm, ey, wie viel ich da rausleide. Schon faszinierend, dass sie einfach ein Horn haben. So, wo ist der Beluga? Ich glaube, der Beluga ist bestimmt unten. Wo die Strömung ist. Der hilft mir dann durch die Strömung wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch noch ein Eingang ist. Where's that Beluga? Gimme that Beluga. Okay, hier ist er nicht. Die Sau. Hm, nächstes YouTube-Projekt. Was meinst du mit Projekt? Was du meinen? Oh, das nehme ich doch gerne. Ich glaube fast, dass der irgendwo auf der anderen Seite ist. Dich aus. Ja, der arme Dave. Also kein Beluga hier. Nee, zu heiß. I know. Boah, da geht's halt noch mal weiter runter, ne? Ich glaube gar nicht mehr so tief dann. Normal Death. Hm, ey Gott. Sam, Bock auf Fischi. Wie oft er sich einfach so gegen das Gesicht hier schießen lässt. Mann, wie viele Schüsse brauchst denn du noch? Geht doch. So. Gib mir dein Fleisch. Ich lass dich abholen.
Hä? Ah, von meinem Kollegen nämlich. So, einmal dicker Brummer mitnehmen. Dankeschön. Wie er den einfach mitnimmt, ey. Wo ist der verdammte Beluga jetzt? Eishai, Rang 9. Kein Wunder, dass es hier alles schmilzt. Kann ich den Beluga gar nicht rufen? Ich hätte jetzt eigentlich wieder gerne wieder das gleiche Szenario wie vorhin. Aber eigentlich kann ich jetzt drauf kacken, weil ich habe Luft. Ich glaube, dass der irgendwo da bei dem Eingang ist. To be onion. Wenn er überhaupt hier ist. Schwarze Pfeffer. Den nehme ich doch gern mit. Yeah, Katze. Oh Gott, die Katze habe ich so oft schon vergessen zu füttern. Wahrscheinlich schon die... Oh, da ist er ja. Oh, er ist ganz erschöpft. Ich wollte ihn gerade abschießen, weil ich mich gefreut habe. Oh, ein Beluga. Warum ist der hier? Oh, wegen dem Sack oder wie? Oh, ist das ein Polartintenfisch? Wurde er vielleicht vergiftet? Ja, ich glaube ja. So ein Sack. Oh, du Kleiner, ich lass dich nicht entwischen. Bleib stehen. Bringt doch nichts, wenn du den jetzt jagst. So, den gebe ich mal schönen. Warum muss ich denn den verfolgen? Muss ich den nicht abknallen? Den Scheiß, den Fisch einfach nur? Macht doch gleich wieder Gift. Mach nur, du Sack. Muss ich den abknallen? Den treffe ich ja nie. Weiß nicht, ob ich den verfolgen muss oder umbringen muss. Okay, nee, bringt nichts. Man kann den nicht abschießen. So, unterhalten wir uns jetzt? Ich habe ihn in die Ecke gedrängt. Ernte oder rette? Nein, ich kann jetzt nicht schwach werden. Ich werde ihm zeigen. Nein, er rette. Ich rette ihn. Ich lasse ihn. Bin gut. Oh, süß. Was ist das? Ein Gegengift vielleicht? Ah, nice. Okay. Dann hole ich mir noch kurz das hier. Und werde ganz schnell es dem Beluga geben. Beluga. Und ich muss auf meine Luft achten. Hätte tatsächlich... Ah, ich habe ja noch. Nice. Ganz vergessen. Oh, das nehme ich auch noch mit. Ich glaube nämlich, dass wir die irgendwann brauchen für Waffen. Und dann ärgern wir uns nur, wenn wir die nicht gleich mitgenommen haben. Da war doch hier unten der Beluga, oder? War der nicht hier unten? War auf der anderen Seite doch unten. Shit. Ist schon wieder verlaufen. Oh, Miso. Sehr gut. Sag mal, was war denn das? Ah, hier war der doch, oder? Nee. Doch.
I got a Gegengift for ya. Das sieht nicht gut aus. Möchtest du das probieren? Töte ich ihn wahrscheinlich endgültig. Heute Abend bin ich auch noch live, ja. Na, so schnell geht's mir wieder gut. Schau mal an, du solltest mir künftig kostenlose Reisen auf deinem Rücken geben. Kehrst du nicht zurück ins Dorf? Nimm mich mit, Mann! Nimm mich mit! Jetzt, wo ich die Beluga gefunden habe, sollte ich noch mehr erkunden. Aber es bringt ja nichts zu erkunden. Ich komme ja nicht runter. Oder sehe das nur ich so? Ich habe hier alles schon erkundet. Das bringt nichts. Da geht es dann wieder runter in diese... Vielleicht muss ich die ja tatsächlich entdecken, damit er es erst wieder schnallt. Und das als Aufgabe ansieht. Dass es da unten nicht weitergeht. Bin mir nicht sicher. Aber hier finde ich definitiv nichts. Ich hau jetzt mit dem Spiegel ab. Und geh mal kurz zu der, weil ich habe jetzt ja den Beluga geholt. Dafür will ich jetzt Credits. Vielleicht sagt die mir, wie ich runterkomme. Ich habe ja alles schon erforscht. Also irgendwie komme ich jetzt ja nicht runter. Ich glaube, die nächste Stufe ist unten. Da sind schon die letzten zwei Türen. Und die will nicht mal mit mir reden, die undankbare Dame. Okay. Oh, was ist denn das? Keuch, was ist los? Du fährst auf einem Floß. Mein Name ist Clara. Ich habe nicht erwartet, bei diesem Sturm einen Menschen auf dem Meer zu treffen. Hast du hier in der Nähe einen weißen Hai gesehen? Oh Gott, nein. Nein, ich habe viele Haifische gesehen, aber keinen großen weißen. Das kann doch nicht wahr sein. Klaus, der Feind meines Mannes, muss hier irgendwo sein. Alle Spuren führen mit Sicherheit zu diesem Ort. Klaus wird bekanntlich nur an stürmischen Nächten gesichtet. Nein. Eine stürmische Nacht wie diese hat es meinen Mann erwischt. Das war vor 36 Jahren. Er wird sicher hier erscheinen. Also er führt mich hierher. Übrigens, ich bin oft getaucht und habe gemerkt, dass sich das Gelände jedes Mal verändert. Oh, du irrst dich nicht. Das Meer hier ist sehr verwirrend. Mensch, ich habe einfach nicht genug Zeit, um mich daran zu gewöhnen. Kleiner, kannst du Klaus für mich finden? Klaus. Ja, ich? Ja, du. Du kennst diesen Ort. Ich muss ihn finden, bevor der Sturm vorüberzieht. Finde ihn einfach und ich kümmere mich um den Rest. Hilf einer alten Dame, bitte. Ah, sie sieht verzweifelt aus. Okay, ich muss es noch finden. Also gut, ich werde das Gebiet absuchen. Wirklich, Kleiner, danke dir. Ruf mich einfach an, wenn du das Versteck von Klaus gefunden hast. Und ich komme sofort zu dir. Einen fetten weißen Hai hätte ich halt gar keinen Bock. Aber eigentlich so gesehen, Leute, wir haben in dem Spiel schon so viel abgeschlachtet. Es sollte uns eigentlich egal sein, einen weißen Hai zu sehen. Ganz schön frech. Die! So, gucken wir mal, ob hier oben noch irgendwas ist. Mal alles einsammeln. Und dann will ich zu Klaus. Die kleinen Fische nerven irgendwie, weil da muss man 10 Mal reinschießen, bis die einmal, ist halt so brutal dann, bis die dann mal mitkommen. Das ist mir immer zu aufwendig, tatsächlich. Muss ich schon ehrlich gestehen. Echt ein richtig, richtig cooles Game. Also auch die Grafik mit dem Pixeligen. Ich war eigentlich nie so ein Pixel-Fan und sage mittlerweile, die 2D-Games sind teilweise sogar mittlerweile meine liebsten Games, weil die einfach die coolsten Stories haben. Also auch so 2D-Horror-Games haben wir uns ja in letzter Zeit mal ganz viel notiert, die ich mal anschauen möchte, weil die echt coole Geschichten haben. So, hier komme ich ja jetzt noch nicht runter. Brauche ich dafür eigentlich einen extra... Anzug, wisst ihr das? Für die, die es schon gespielt haben? Oder was brauche ich dafür? Genau, die sind so oft mit viel mehr Liebe gemacht. Hab auch meine Freunde an Pixel Games gefunden. Meine Freude, ich auch. Kann alle Unpacking empfehlen. Oh, hi. Oh, shit.
Oh, Hobie, wie eklig der sich nach mir wölbt. Da würde ich ja durchdrehen. Im echten Leben. Oh, shit. Oh, meine Energie, ne? I have to be careful. Jetzt stirb einfach. Ah, meine Energie. Please, hau ab. Ich will nicht sterben. Ach Gott, Glück gehabt. Huiuiuiuiui. Genau, heute will ich es eigentlich gern durchspielen. Das wäre geil. So, den lasse ich jetzt mal abholen. So, weil der ist mir jetzt zu fett, den mitzunehmen. Ah, das nehme ich doch gerne mit. Genau, der Stream kommt dann wieder hoch, genau. Dafür spiele ich das ja dann auch hier immer. Dass wir das dann immer schön spielen, schön hochladen können. Oh! Diese hier bringt den Tod. Sie verwandelt die Umgebung in eine Höllenlandschaft. Geil, was ist denn das für eine Waffe? Nice, Rü. Das probieren wir jetzt gleich mal aus. Na, süß, habe Urlaub, kann ich endlich mal live sehen. Hello! So, dann möchte ich es jetzt gerne mal ausprobieren, die Waffe. Gibt es hier irgendjemanden, der Bock hat? Wer hat Bock auf ein bisschen Dings ins... So. Guck ich mal, wem ich die Waffe ins Gesicht knallen kann. Wer hat Bock auf ein bisschen Zeugs ins Maul? Eigentlich wäre es, glaube ich, der perfekte Moment, um alles und jeden abzurasieren hier. Gerne rauskommen. Oh shit, gar nicht gesehen. Ja, ich glaube, wir werden noch diese ganzen nervigen Strömungen aktivieren. Ach, guck mal, das kann ich, glaube ich, kaputt machen. Hat sie irgendwo einen Stein oder irgendwas, was ich hier runterschmeißen kann? Ich glaube nicht. Kann das aufschießen? Stimmt auch nicht. Oh shit. Das hätte ich gern gemacht. Oh, Luft nehme ich gerne. Das nächste Mal live. Wahrscheinlich erst... muss ich mal gucken, wann bin ich das nächste Mal live. Wahrscheinlich erst in einer Woche wieder. Weil ich jetzt mal ein bisschen Pause mache. Urlaub. Ne? Ein seltener Begriff aus meinem Munde. Aber kommt vor. Es ist tatsächlich wahr, ich werde mir mal Urlaub gönnen. So. Aber ich sage euch dann wieder Bescheid, wann ich wieder live bin. Deswegen ist ja auch gerade so stressig, weil ich so viel vorproduziere. Das ist ja auch echt verdient. Ich freue mich auch schon. Ich freue mich wirklich schon, es wird richtig cool. Ja, ich würde auch mal gern so einen Strandurlaub mal wieder machen, den vermisse ich ganz arg. Einfach mal so rumliegen und flätschen. Ich würde jetzt gern mal hier rauskommen, wenn das geht. Ich weiß zum Beispiel, Gronkh hat ja immer so eine Sommerpause gemacht. Ich habe auch überlegt, ob ich künftig nicht... irgendwie gucke, dass ich vielleicht ab Mai oder Juni mal irgendwie dann vorproduziere, dass ich mal so ein paar Monate mehr einfach oder so vielleicht 3 Wochen einfach mal Freizeit habe und da auch nicht streame. Weil ich irgendwie, ich muss echt sagen, ich hatte gar nichts vom Sommer. Also wie gesagt, ist kein Rumgeheule, ist einfach nur eine Feststellung, dass ich irgendwie vom Sommer nichts hatte. Nichts! Und das ist eigentlich schade, weil gerade so im Sommer, Winter, Herbst,
easy, aber gerade im Sommer auch mal rauszugehen und ein bisschen den Vibe des Sommers und des Lebens zu genießen, das wäre natürlich fein. Also ich überlege mir das für nächstes Jahr tatsächlich dann zu sagen, keine Ahnung, den August oder so, wo eh die Gamescom ist und anstrengend wird, gibt es dann mal 2 Wochen keine Streams oder so. Oh, hello. Oh, shit. Okay, so schlimm ist es ja gar nicht. Uah! Oh, was jetzt? Was kann ich damit machen? Ach so, ich hatte nichts in der Hand, ne? So, erstmal schön geimpft. Schön rein in den Ash. So, mein Freund. Geil. So, weg damit. Was kann ich noch impfen? Gucken, was hier noch irgendwas ist, was geimpft werden möchte. Nee, nix. Ist auch noch eine Waffe. Die Waffenkisten sollte man echt immer aufmachen. Weil da oft einfach geile Upgrades drin sind, wie der hier zum Beispiel. Oh, da ist noch was, was geimpft werden möchte. So, Kollege. Da gibt's gleich mal ein paar für dich. Und gleich nochmal. Und gleich noch. Oh shit, habe ich verpasst. Die hätte ich gerne für diesen dummen Karl, den wir gleich töten. Oh shit. A, B, C. Ach ja. This is a man's world. Wie du magst, musst du entscheiden. Ja, ich denke mir halt, gerade im Sommer sind halt auch viele Leute eh weg. Und ich glaube, das wäre für mich auch mal sozusagen, hey, 2 Wochen mal einfach dann Content, soweit es geht, vorproduzieren oder auch den Leuten auf den Kanälen zu sagen, wie halt Gronkh gemacht hat. Er hat ja auch eine Stream-Sommerpause gemacht. Ich glaube, dass das tatsächlich ganz schön cool sein kann, so auch mental. Wisst ihr, ich will das ja noch viele Jahre machen. Und dann kann ich auch mit meinem Freund mit nach Österreich und so und bin ich immer die, die sagt, nee, jetzt kam noch das dazwischen und das und das und das und jetzt kam das Thema rein. Und auch einfach das mit der Community zu kommunizieren, dass ihr da einfach Bescheid wisst. So, dann gehen wir mal zurück zum Boot. Ab und zu muss man auch mal schimmeln, ja. Oh, die Haftbombenkanone. Die will ich unbedingt machen. Okay, dann müssen wir jetzt aber noch mal rein. Weil wir suchen ja Karl. Okay, Karl, ich komme. Auf jeden Fall muss ich euch Bescheid geben, damit ihr auch wisst, ey, also ich glaube, es gab nicht eine Woche, an der ich nicht seit 8,5 Jahren kein Video hochgeladen habe. Also es gibt seit den 8,5 Jahren nur Content von mir. Ich habe nie nichts hochgeladen und ich würde euch auch immer Bescheid geben, weil ich es einfach schon wichtig finde, dass ihr Bescheid wisst und nicht denkt, oh, was ist denn mit der los? Geht es denn nicht gut? Ist was passiert oder so? Ich ja schon, also ich glaube, es würde euch schon auffallen, wenn von heute auf morgen auf einmal kein Content mehr kommen würde, denke ich mal. Würdet ihr euch schon denken, was ist denn los? Hä? Ist voll komisch. So. Okay, die 3 Säcke hole ich mir jetzt. Mit meiner Kanone. Dich hole ich mir auch, du kleiner süßer Sack. Oh shit, das bringt gar nichts. Hey Homie, das war gar nicht so böse gemeint. Sei doch nicht so aggressive. Wow, ist der aggressiv. Oh Gott, Hilfe. Rudi, sei mal nicht so aggressive jetzt, ja? Shit, ich glaube, ich werde sterben. Oh Gott. Bisschen unterschätzt, die ganze Sache hier. Das ist ein Zebrahai, den hatten wir noch nicht. Geil. Mehr über die Gamescom noch nicht. Ich habe das jetzt schon mal angefragt.
Sonst werde ich euch einfach in die nächsten Videos so einen Clip reinpacken. Oh yeah, das ist geil. Wo ich euch sagen werde, hey Leute, so sieht's aus. Da und da bin ich dann. Versuch gerade noch am Samstag so einen Slot zu bekommen. So, wo ist denn dieser Karl? Oh ja, dich will ich haben. Aber halt, ich hätte dich gerne so mitgenommen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber okay. Ich wollte eigentlich gerne den nochmal einfangen. Den kleinen Rabauken. Hier muss doch jetzt irgendwo dieser Karl sein und so ein Sturm, oder? Wahrscheinlich ist der weiter unten. In welcher Tiefe ist denn dieser Hai? Wisst ihr das? Kann ich den? Nee, den kann ich wieder nicht. Dich kann ich aber so fangen. So, Kollege, kommen Sie mal mit. Den kann ich bestimmt auch nicht so fangen. Hey, warum haust du ab von mir? Don't be afraid. Hey, Freund. Ist jemand ein bisschen confused, glaube ich. Ein Wirbel meist rechts auf der Karte. Okay, dann gehen wir da gleich mal hin. Wieder so einer, der ist aber zu aggressiv, dieser Zebra. Dudi, du. Aber eigentlich macht er mir gar nichts. Ne? Ist eigentlich voll der friendly Boy. Aber wenn er angreift, ist nicht gut. Leave me alone, du Sack. Autsch. Ach gut, er ist an dem Gift gestorben. So, und ich hole jetzt gleich mal wieder meine normale Waffe. Schild ja da hinten rum. So, nehmen wir nochmal die mit. Ist hier doch noch irgendwo ein Homie. Kommt, kommt, meine kleinen Schweinchen. Ja, ja, versammelt euch. Noch ein bisschen näher zusammen. Sehr schön. Gut. Dann hole ich mir noch kurz oben wieder meine Waffe. Und dann gehe ich runter den weißen Hai suchen. Und dann habe ich schon wieder nicht den... Oh nein, ist meine Waffe jetzt weg? Ernsthaft? Nee, oder? Meine Waffe verschwindet doch nicht. Waffe? Was? Ah, da ist sie ja. Ich dachte gerade schon. Puh. So. Okay, dann suchen wir den weißen Hai. Ist der jetzt überhaupt schon da? Also ihr sagt, nach rechts soll ich gehen. Dann mache ich das jetzt mal. Und hoffe, dass ich ein bisschen Luft finde. Ansonsten muss ich auftauchen. Was pretty bad wäre. Please. Give me, please, air. Oxygen. Hier muss doch irgendwo ein bisschen Luft sein. Oh ja. Oh yeah. Also hier ist nix. Das heißt, ich gehe jetzt mal runter. Oh. Könnte das sein, dass es ein Sturm ist? Oh Gott, okay. Ist es. Guck mal, dass ich noch ein bisschen ein paar Sachen finde. Bevor ich da reingehe. Zum Beispiel diese schönen weißen Garnelen. Komm her, Brudi. So. Okay, wir haben es gefunden. Den Karl. Noch ein bisschen mehr Upgrade für die Waffen und Kisten vielleicht. Bitte. 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 Give me Upgrades. Und Kistis. Muss ich die weiße Dame jetzt anrufen oder muss ich in den Wirbelsturm einfach rein? Na super, ein Katana bringt jetzt nicht wirklich viel. Gut, dann. YOLO. YOLO.
Oh Gott, wie er da aggro wartet, ne? Oh, ich wusste, es war hier. Ich muss ganz schnell die alte Dame anrufen. Wo ist das Funkgerät? Oh mein Gott, ich habe ihr nach ihrer Nummer nicht gefragt. Wie brutal es aussieht. Ich sollte einen Ausweg finden, bevor es sich öffnet. Oh, shit. Machen das Haie, dass sie dich anschreien, bevor sie dich angreifen unter Wasser? So ein Hai-Ding? Uff, es ist aufgewacht. Oh, wir müssen Zeit gewinnen, bis die alte Dame kommt. Wir müssen gar nichts. Wo ist denn der? Oh. Ich weiß, ich baller das dem jetzt mal schön ins Maul. Ich kann mir dann direkt nochmal meine Muni holen. Baller ihm nochmal direkt in your face. Mama! Was ist denn hier so drin? Oh, ein Upgrade. Das bringt mir natürlich viel. Shit. Oh, shit. Der macht ja voll viel Schaden. Da hinten ist nochmal Muni. Das ist, glaube ich, ganz arg wichtig. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe! Oh, Gott! Shit. Oh, Gott, Hilfe. Okay, der ist scheiße. Ich hätte noch ein bisschen Muni mitnehmen sollen. Uiuiuiui. Warum kann ich... Ah, ich kann die schon laden. Ah! Ich brauche die Luft. I need the air. I need the air. Oh shit, was machst du jetzt schon wieder für eine Kacke? Okay, Mr. Hai. Lass mich in Ruhe. Und schrei mich bitte nicht so an! Auf mich anzufokussieren. Hilfe! Oh, das ist gar nicht gut. Ich will eigentlich nur in die Munition, Mr. Hai. Oh, shit. Oh, das ist ja Munition. Ja, wunderbar. Oh. Oh shit. Ah, ich habe ihn getroffen. Haha. Ich brauche Luft. Ich brauche Luft. Ich brauche ganz dringend Luft. Shit. Haha, ich brauche Luft. Ich brauche Luft. Ich brauche Luft. I need air. I need air. Shit. Jetzt bin ich tot. Uff, 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 Kacke. Oh nein. Kann ich es bitte nochmal probieren? Oh gut, ich kann es immer nochmal probieren. Wie mache ich denn das? Das ist ja voll schwer. Ich nehme jetzt das erste Mal das Upgrade hier. Ganz dumme Idee. Ganz dumme Idee. Scheiße. Oh Gott, hau ab. Hau ab, du Sack. Scheiße. Ah! Shit! So. Okay, easy. Puh. Ich weiß gar nicht, ob ich stark genug bin. Ich hätte vielleicht Luft mitnehmen sollen, ne? Nicht gedacht, dass der Sack so stark ist. Der ist ganz schön kacke. Genau, Giftharpune habe ich ja jetzt gemacht. Aber der ist schon echt stark, leider.
Oh Gott, Hilfe, das ist halt ganz schlecht, ne? Ach, shit. Ich hatte schon wieder gleich keine Luft und keine Muni mehr. Das heißt, ich muss den halt schon wieder viel zu nah an mich ranlassen. Den Sack. Was halt echt nicht gut ist. Aber er braucht halt auch schon ganz schön lang, bis er herkommt. Oder auch nicht. Was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich ja gar keine Muni mehr. Ich muss jetzt einfach nur durchhalten. Uff. Shit. Jetzt bin ich gleich wieder tot. Oh Gott. Oh Gott, ich hab's geschafft, aber ganz knapp. Oh Gott. Ja, Girl. Uff, was ein Kampf. Das war knapp. Endlich! Endlich habe ich dich, Klaus. Es tut mir leid, Kleiner. Ich konnte mich doch nicht mit dieser Gegend vertraut machen. Ein weißer Hai, der einen Strudel macht. Damit habe ich nicht gerechnet. Wie unbarmherzig. Wie dem auch sei, du hast ihm gegeben, was er verdient hat. Wir sehen uns am Boot wieder. Bitte, ich habe kaum Energie. Ich werde sterben. Bitte mach, dass meine Energie wieder voll ist. Oh Gott, bitte spiel, sei nicht so erbarmungslos. Oh Gott. Uff, das Ding war besonders heftig. Jetzt muss ich die Trophäe noch einsammeln. Oh Gott, ich habe wieder ein bisschen Energie bekommen. Uff, sonst hätte ich es nämlich nicht geschafft. Boah. Danke, Spiel. Spiel hatte Erbarmen. Oh Gott, wie komme ich jetzt raus? Ah, hier. Oh Gott. Das Spiel hatte Erbarmen. Uff, 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 uff. Boah. Toxische Scheiße. So, jetzt mal ganz schnell auftauchen. Auch wenn mir jetzt ein Regenbogendelfin hier auf den Weg irgendwie erscheint, ich gehe jetzt. Schluss. Ja, zurück zum Boot. Oh, Stress. Ich hasse Haie. Dank dir konnte ich endlich meine lange sehnte Rache vollenden. Solange es dir Frieden bringt, das ist für dich. Es ist eine Halskette auf seinen Zähnen. Oh, ich brauche das nicht mehr. Lebe in Frieden. Geil, da will ich jetzt mal gucken, was das bringt. Fischzahnhalskette. Oh, ich habe eine Benachrichtigung bekommen. Du hast eine super seltene Bosskarte des Weißen Hais. Du musst ein eingefleischter Marinka-Sammler sein. Habe das nicht getan, um Karten zu sammeln. Entsteht gerade ein Marinka-Vervollständiger? Ja, es ist wohl an der Zeit, dass ich den Weg für die nächste Generation freimache. Ich werde dich im Auge behalten. Wie der mich einfach nur ausnutzt, um Karten zu sammeln. So, gucken wir mal, was der Zahn macht. Der muss jetzt krass sein, weil das war echt einfach nur heftig. Der erhöht den Basisschaden, erhöht den Sprint. Das finde ich halt auch alles nice. Mal gucken, was der Zahn macht. Hier. Erhöht den Basisschaden einer Harpunenkanone. Oh, ist auch cool. Aber der Sprint... ich weiß halt nicht, ob Waffe oder Harpune. Harpune habe ich halt immer, oder? Ich glaube, dann ersetze ich das jetzt mal. Okay. Dann mal ab zur Farm und dann Sushi. Scharfschützengewehr upgraden lohnt sich. Muss ich gleich mal gucken, ob ich das schon machen kann, tatsächlich. Guter Punkt. Weil die muss auf jeden Fall besser werden. Sehe ich auch so. Gehen wir mal zum Boot. Gucken wir mal, ob ich das schon verbessern kann, du, gell? Upgrade. Genau, Gift habe ich ja. Strom, die habe ich schon geupgradet. Da gibt es aber auch noch mehr. Donnerschlag, wie upgrade ich die denn? Hier. Nehme ich noch Fragmente hol, Tentakel und rotes Scharfschützengewehr. Und dann kann ich die upgraden. Boah, das müsste ich auf jeden Fall machen. 60% Schadenverlösung, Lähmung.
Ja, definitiv. Dann gehen wir mal zu Sushi. Oh, ein Hai-Event in 3 Tagen. Ich hab schon so viel Haie umgebracht. Schwäbelt man jetzt ein bisschen, sorry, manchmal kommt's raus. Oh Gott, habe ich für den überhaupt alles? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Hallo allerseits, hier ist Yui von NDC. Damen und Herren, wie ihr wisst, ist heute der Tag des letzten Duells. Banjo, bist du fertig? Ja. Wie geht's dir, Alex? Fertig, meine Finger sind schon ganz unruhig. Ausgezeichnet, dann beginnen wir jetzt mit Bezwingen den Chefkoch. De-de-de-de. Geil. Bam. Ich hab auch voll Hunger. Muss ich jetzt wieder kochen? Bitte nicht. Nein! Nein! Oh shit. Nur so schmeckt es gut, Leute. Nur so. Okay. Brate die Zwiebel. Oh Gott. Hallo an alle. So, so brät man Zwiebeln richtig. Bam. Und nochmal von hinten. Bam. Und nochmal. Ja, die Cutscenes sind wirklich seinen Preis wert. Bam. Mach eine Dipsoße. Oh, ich hab schon wieder so Hunger, Mann. Verdammt. Okay, S. S. Und S. Und S. Nur so schmeckt's, Leute. Und hold. Gott, Hilfe. Und nochmal. Oh nein, das war nicht gut. Das ist aber trotzdem perfekt gut. Nein, paniere den Fisch, da läuft immer irgendwas schief. Oh süß, der hat so einen kleinen Teigknödel im Griff. Seht ihr das? Okay, jetzt aber schnell. Dippen, 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 dippen. Und nochmal. Paniere den Fisch. Wie der da rumwackelt noch. Upp. Ist ja ein richtiger Hai. Frittiere den Fisch. Oh Gott, es wird immer kleiner. So, frittiert. Die Augen, wie eklig einfach nur. Und perfekt. Tja. Ich habe gewonnen. I know it. Boah, wie ich mein Glas gerade eingeschenkt habe, Leute. Danke, wer so von seinem knapp hochgeschütteten Glas abtrinken kann, hat auch nur den ersten Platz gewonnen. Oder verdient. Witzig, Chris Moe, hast du da Dave the Diver Emotes? 99er Score, look at this. Bam! Ah, was? Alex, Bratfisch mit Pommes, Fritz hat verloren, was für eine Enttäuschung. Ja, dein Fisch und deine Pommes, Fries haben wirklich ausgezeichnet geschmeckt. Aber was ist das Thema des Kochduells? Das Thema frittierte Gerichte. Nicht ganz. Das Thema dieses Kochduells war Brate das Meer. Die meisterhaft gebratenen Dorsch ist an sich schon gut, aber das allein repräsentiert noch lange nicht das Meer. Banjo hat gewonnen. Was für eine Soße hast du benutzt? Ich habe gehackten grünen Seealge dazu hinzugefügt und mischte sie mit normaler Sojasauce. Wie erwartet. Die mit dem Geschmack des Meeres angereichte Sojasauce betont den Geschmack des Meeres. Dein Gericht hat mir das Gefühl gegeben, das Meer zu erkunden. Die Textur deines Fried-Gerichts war auch great. Also doch, meine perfekten Pommes Fries waren nicht genug. Es war ein knappes Rennen. Hören wir, was Banjo zu sagen hat.
Man muss vorsichtig sein bei der Zubereitung der Sojasauce. Danke, Banshu. Und es ist Zeit, die heutige Folge von Bezwingen den Koch abzuschließen. Warte einen Moment. Ich freue mich über das heutige Duell und möchte Ihnen einen Ratschlag geben. Ich sehe, du hast dein Menü erweitert, aber die Getränke sind immer noch gleich. Weil ich ein Koch bin, kein Barkeeper. Das hast du schon mal gesagt, aber Essen ist eine Gesamterfahrung. Was passt am besten zu einer Pasta? Ein Glas Wein, ein Glas Cola oder ein einfaches Glas Wasser. Es wird das Erlebnis erheblich verändern. Ein Lokal kann mit der begrenzten Anzahl an Getränken die verschiedenen Geschmäcker der Gäste nicht zufriedenstellen. Das ist mein Geschenk, ein Cocktailspender. Oh, die passen gar nicht zum Sushi. Oh bitte, jeder Cocktail ist süß. Du kannst mit Shakes als Basis interessante Cocktails machen. Natürlich bist du nicht für die Getränke zuständig, der hungrig aussehende Typ. Ich. Ich lasse diese Cocktailspender hier. Finde heraus, was am besten, wie man sie am besten benutzt. Oh, ein Geschenk von Vincent, ein Cocktailspender. Banshu Sushi wird bald noch mehr Gerichte anbieten. Bis zum nächsten Mal. Geil, ich habe so Hunger. Ey. Mir läuft die ganze Zeit Wasser. Immer wenn ich hier bin, will ich essen, Mann. Eat, Drink, Love. Cocktail. Dieser Spender ist so gebaut, dass es drei verschiedene Cocktails gleichzeitig servieren kann. Naja, ich kenne mich mit Cocktails nicht aus, aber wenn ich darüber nachdenke, ist das wie eine Getränkeversion eines Omakase. Ja, das macht Sinn. Wieso verdienen wir nicht noch mehr, indem wir Cocktails auf die Speisekarte setzen? Naja, ob man die so teuer verkaufen kann? Kann man eigentlich auch die Duelle verlieren? Ist es so oder gewinnt man die einfach immer nur? So, gucken wir mal, was wir noch forschen können. Boah, das ist ja richtig teuer. Let's go. Okay. Was können wir noch machen? Das oder das? Ja, das sieht gut aus. So einen leckeren Toasty. Okay, dann let's go. Was gibt es hier so? Das ist neu. Das macht auch direkt 5 Portionen. Die packe ich auch mal alle direkt drauf. Kein Auto kochen. Das sind 6 Portionen. Den kann ich, glaube ich, nochmal veredeln. Let's go. Boah, der gibt auch richtig viel. Den packen wir auch drauf. Dann machen wir Autokochen. Da, den wollen wir auch nochmal veredeln. Und vielleicht können wir sogar nochmal veredeln. Boah, 500, ja, den nehme ich mit. Den werde ich noch oft umbringen, deswegen passt es. Den will ich auch auf die Speisekarte tun, weil der nervt mich so extrem. Da, den auf jeden Fall auch. Let's go. Und vielleicht sogar noch einmal. Nee, den packe ich dann jetzt so drauf. Reicht auch schon, würde ich sagen. Sonst haben wir zu viel. Das werden die hier alles nie aufessen. Okay. Cocktails ist jetzt hier eigentlich nichts zu finden. Ehrlich gesagt. Hier, Cocktail. Ah, der ist jetzt automatisch schon drauf. Let's go. Denkt dran, für das Event zu planen an den Gerichten. Stimmt. Ich habe auch gerade schon wieder vergessen, dass ja abends ist und die gar nicht so viel fooden werden, wie jetzt da auf der Speisekarte steht. Das heißt, ich hoffe, dass diese 5 Portionen hier gehen auf jeden Fall weg. Ich muss noch wieder auf das Wasabi achten. So, dass man da immer schön weiterkocht. So, okay, danke. Uiuiui, da hinten ist schon wieder. Oh, da ist schon jemand aggro. Warum tut dir niemand servieren, Leute? Bringt dem Mann sein Food. Sehr gut. Okay, 3 sind weg von den Großen. Oh, das kann ich sogar machen. Oh Gott, Hilfe, wie geht denn das? Shit. Oh Gott, Hilfe. Oh, bad. Sorry, ich mach das nie wieder. So, das war's. Leider sind 2 übrig geblieben. Verdammt. Mist. Die blöden Cocktails biete ich nicht mehr an. Ja, aber ist doch ordentlich eingenommen. Dafür, dass nur einen halben Abend war. Easy. It Takes Two. Ich wollte mit Maxi eigentlich eher sowas wie We Were Here oder sowas noch spielen. Oder Unravel. Aber das machen wir alles nach der Gamescom. Ich muss in die Höhle mit der auffließenden Strömung, um den 2. Schalter im Kontrollraum zu bestätigen. Gibt es einen Weg in die Höhle? Die Strömung konnte heute schwächer sein. Ich sollte mal nachsehen. Ah, okay. So.
So, dann möchte ich einmal hier meine Luft vergrößern, weil dann habe ich auch mehr Heilung. Ja, ich will. Und sonst kann ich eh nichts mehr pimpen. So. Dann gehen wir mal runter in den Gletscher. Wenn keiner deiner Servicekräfte Cocktails servieren kann, eigenständige Fähigkeit musst du selbst machen. Nein! Einfach nein! Ich verbiete mir dieses Angebot überhaupt in meiner Base zu machen. Lass mich. Mann, bist du blöd. Jetzt erschieße ich dich richtig. Du dummes Ding. Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Nächste Party kommt bestimmt 3 Tage wach. After Hour, vor der Hour, 3 Tage wach. Blepp, blepp, blepp. Ja, sie dürfen mitkommen. Oh. Eiskanone. Nö, finde ich jetzt nicht so spannend. Gehen wir doch mal hier runter. Also die Strömung unten soll jetzt also nicht mehr so stark sein. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ich würde mir gerne wünschen, dass ich hier rauszoomen kann, um zu gucken, wo ich hin muss. Lohnt sich, die Katze ein paar Mal am Tag zu füttern. Sag aber nicht, warum. Aber ich habe die schon voll oft gefüttert. Die Sau ist ja nie satisfying. Ach, hier ist doch wieder diese Sackgasse, oder? Ja, ich muss noch eins runter. Die ist ja nie zufrieden. Ja, jetzt... Hau ab, du Arsch. Hau ab! Oh, Schluss jetzt. Rang 04. Okay. Jetzt bin ich da voll vorbeigeschwommen, wo ich hin muss. Ich wusste, dass ich es nicht mehr finde. Ich mach die trotzdem mal alle auf. Verdammt. Da oben, ne? Ich glaube, ich muss mehr hier rüber und dann runter. Dann komme ich dahin. Ganz schön complicated, ey. Ja, den nehme ich. Den Boost. Genau, hier bin ich richtig. Einfach nur den Dornen hinterher. So, da sitzt der Eingang. Voll die schöne Musik. Miso. Nee, schwarzer Essig. Okay, da sollte ich jetzt rein können, laut ihm. Strömung ist aber immer noch da. Es muss irgendwo da drin einen zweiten Schalter geben, aber die starke Strömung blockiert den Zugang. Was soll ich tun? Oh, ein Beluga!
Hello, my friend. Oh, der Beluga, was tust du hier? Oh. Ich darf auf den reiten. Der Beluga kann gegen die Strömung schwimmen. Oh Mann. Wird es ohne Wagen funktionieren? Bestimmt. Rauf da mit dir. Süß. Vielleicht sollte ich mich festhalten. In der Höhle kannst du dich mit dem Beluga bewegen. Drücke, um den Hindernissen auf dem Weg zu zerstören. Oh, geil. Boah. Stirb. Stirb. Oh, ey, du Schwein. Stirb. Ey, Mann, ich bin gleich tot. Das funktioniert ja wunderbar. Das ist ja ganz toll. Ja. Ey. Ich weiche den jetzt aus. Wird zu dumm. Ach so, ich darf die gar nicht. Ich dachte, ich kann die wegboxen. Oh Mann. Ach so. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, man muss den ausweichen. Was mit dem Racker hier? Oh, den kann ich essen, dann geht's mir wieder gut. Ach so, das kann ich zerstören. Oh, shit, die Kamera, ne? Irgendwie ist die Kamera so ein bisschen gerade gegen mich, habe ich das Gefühl. Oh oh. Oh, holy moly. Oh Gott. No, I don't like sowas. Hilfe. Bin ganz schlecht in sowas. Oh, was geht denn hier eigentlich ab? Brauch den. Komm her. Ja. Ich bin glücklich. Ich hab was gegessen. Oh oh. Shit, da war Essen. Mach doch auf, Mann! Oh, das Essen. Komm her zu mir. Oh nein, was ist denn das? Warum tun Quallen sowas? Quallen bewegen sich nicht so. Soll mich alle umbringen hier, ey. Das ist ja skandalös. Ja, noch was zu essen. Ja, damit. Ich will nicht sterben. Mama! Oh nein! Oh, ist das eine Mama-Qualle? Es ist mir egal, was es ist. Es soll mich einfach nur in Ruhe lassen, bitte. Oh mein Gott. Nein, die furzt jetzt ganz viel kleiner aus, oder? Oh mein Gott. Oh, was? Okay, ich muss auf das rote Auge boxen, wette ich mit euch. That's the ticket. That's the deal, Leute. Nein, wir sind nicht gekommen, um einen Fisch zu jagen. Es sieht ganz aufgeregt aus. In diesem Zustand kann ich keine Waffe benutzen. Okay, ich muss also warten, bis der sein Auge öffnet. Oh mein Gott. Ist das dein Ernst? Can you please show me your eye? Oh shit. Ich glaube, ich muss ans Auge, oder? Das ist aber hart. Okay, und dann muss ich quasi den Dingern ausweichen. Um dann hier ranzukommen wahrscheinlich. Ach shit, das ist aber schwer. Das ist aber schwer. So, und dann pustet er mich eh weg. Beschleunigen kann ich mit dem halt auch nicht. Das heißt, jetzt muss ich einfach nur den dummen Dingern ausweichen. Okay. Und der bleibt dann auch lang genug offen, das ist okay. Weg.
Oh shit. Da unten war was zu essen. Okay, es reicht, wenn ich den einfach nur so haue. Oh, bitte hau ab. Ich sehe nicht, wo du was abfurzt. Oh Gott, übertreib doch nicht. Ey, wir haben die voll bei der Geburt gestört, ne? Die Kackqualle. Oh shit, das ist so gemein. Oh, Hilfe. So, jetzt aber nochmal voll aufs Maul. Entspann dich! Puh, ich Glückpilz, er ist weg. Hast du gut gemacht, Beluga. Die Tür ist offen, gehen wir durch. Beluga, ich lass mich schauen, ob es etwas zu holen gibt. Oh, gut, dass er das sagt. Ich hätte das gar nicht beachtet. Yes. Yes. Es gibt aber Zutaten, die man echt nur einmal kriegt, wie das jetzt, oder? So eine riesen Krabbe bekomme ich ja auch nicht mehr. Oh, das muss der Schalter sein. Soll ich ihn aktivieren? Ja, sollst du. Tu es. Tu es. Aktivieren. Yes. Oh yeah. Nice. Nur noch ein Schalter. Ich höre draußen große Maschinen arbeiten. Da drüben ist eine Tür offen. Vielleicht führt sie nach draußen. Sollst du nicht mit Beluga gehen? So, wir gehen zusammen. Ich konnte dank deiner Hilfe hier entkommen. Lass ich jetzt einfach alleine. Okay. Ciao. Njung. Gut, dann lasse ich den jetzt allein. Den Armen. Oh, ich fühle weniger Hitze als vorher. Vielleicht kann ich jetzt nach unten. Oh, antiker Kontrollraum. Ich kann nach unten. Yay, yay. Neue Fische ermorden. Ey, wenn so viele Fische, wie ich umgebracht habe, kannst du einen Tatort aufmachen. So ein Fischtatort. Worüber gesprochen wird, wie viele Fische hier erledigt werden. Bitte verpieseln Sie sich, Sie dummes Schwein. Yes, ich kann endlich runter. Also brauche ich doch nicht noch einen neuen Anzug. Yes. Aus dem Weg, jetzt komme ich. Jetzt freue ich mich, nach unten zu können. Ja. Habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet. Komme ich hier nochmal raus? Lass mich gehen, lass mich gehen. Au. Verdammt. Ach, ich muss jetzt unten runter wahrscheinlich. Yes. Yes, yes, yes. Genau, hier komme ich nach unten. Yeet, yeet, yeet. Oh, da kommen jetzt bestimmt ganz viele neue Gegnerfischis, die ich abschlachten kann. Eis, Eis, Baby. Dun, dun, dun. Heilige Bimbam, sind das uralte Kreaturen? Sie müssen aus dem schmelzenden Gletschereis entstanden sein. Ich frage mich, ob Banjo sie für einen Sushi-Shop gebrauchen kann. Yo, komm her. Wir müssen... Oh Gott, Hilfe, der ist ja richtig aggro, der Kollege da unten. Hallo, was soll das? Warum bist du so aggro? Kommst du mal mit. An die frische Luft. Die wird dir gut tun. So. Boah, den muss ich aufschnetzeln. Boah, ganz schön viel. 8 Kilo. 16 Kilo. Uff. Ja. Ich hätte gern wieder Schusswaffen, weil ich glaube, da wird es gleich richtig schlimm. Cool, wir können jetzt ganz runter, Leute. Wuhu! Oh. Eis, Eis, Harpune. Oh, nice. Wir können runter. Finally, look at this.
Look at dich. Geil. Cool. Ja, hier ist schön heiß hier unten. Und hier ist noch ein Schwein. Hm, wir müssen noch ein Gerät deaktivieren, damit sich die Tür öffnet. Lass uns nach einer Höhle suchen, in der der dritte Schalter sein könnte. Ich vereise dich jetzt erstmal, mein Freund. Ja, ich möchte dich gerne mitnehmen. Oh, das ist aber kompliziert. Jetzt habe ich dich leider ermordet. Das tut mir leid. Wie viel Kilo wiegt der? Auch einiges. Okay, cool. Ja, Leute, wir machen hier jetzt einen Cut und in der nächsten Folge sehen wir uns im Finale. Ich freue mich sehr und bedanke mich an alle, die mich soweit hier mit begleitet haben. Und danke für euren ganzen Tipps und Tricks. Das heißt, wir machen jetzt noch ein Tor auf und ich glaube, dann geht es auch schon Richtung Inneren oder Innenleben des Baumes. Ich sag wie immer Dankeschön fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben und Abo würde ich mich wie immer sehr freuen und über einen Kommentar natürlich auch, denn das ist gerade beim YouTube-Algorithmus besonders wichtig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir tief hinab in die gruselige, dunkle Welt oder vielleicht auch eine schöne Welt hinabtauchen.